Hi. Bereit bist du 1004 Mal auszugeben, um ein Jahr gesucht, man keine Monika kriegt, dann werde ich auch. Weil es ist genau wie in eurem Bereich und in meinem Bereich. Es sind einfach zu viele Interessenten auf zu wenig Wohnungen, es ist total scheißegal. Dennoch ist sie nicht online. Du kriegst halt nichts. Weil du überhaupt eine Chance hast, eine Wohnung zu finden, die dir von der Lage, von der Ausstattung, vom Schnitt her gefällt, zu einem Preis, den man sich richtig leisten kann. Und man kann sich doch. Weil die haben ein Haus. Wir sind online und live und haben schon 3 Zuschauer. Das ist ja auch, das gab es zu kaufen und zu mieten irgendwie. Ja. Ich glaube, aber meistens beim Spielen. Nee, Wohnung, dass wir das Thema einmal anfängt, dann hört es nicht auf. Gut, also. Der ist immer bei uns. Quasi ein klassisches Social-Deduction-Spiel. Wir sind alles natürlich loyale Adventurer, außer einer, der ist der Doppelgänger. Sprich, der ist quasi der Böse, der will dafür sorgen, dass einer von uns stirbt oder wir wollen dafür sorgen, dass er stirbt. Die andere Siegbedingung war irgendwie, genau, hier gibt es noch so Artefakte. Wir gehen auch so, am Anfang ja das ein bisschen an Resistance, fühlt sich aber irgendwie doch relativ anders, weil es ein paar Beschneidungen hat. Aber wenn wir halt einen Fall Mission schaffen, decken wir hier einen Marker auf. Da sind halt 3 Artefakte drunter. Sobald wir 3 gute Artefakte aufgedeckt haben, haben wir gewonnen. Da können auch andere Dinge drunter sein, dass wir irgendwie Schaden bekommen, uns das anders angucken können, nichts. Und hier ist das Gleiche, sobald wir hier 3 schlechte Artefakte aufgedeckt haben, haben wir verloren. Das sind so quasi mein Ziel. Entweder die Guten wollen hier halt 3 tolle Artefakte aufdecken oder die Bösen hier wieder schlechte. Das ist mal wieder der klassische Fall von, du willst es sabotieren und es einer merkt, dass du es sabotierst. Genau. Jeder von uns kriegt gleich eine so eine Prioritätskarte. Der ist dann halt für das ganze Spiel über die Rolle. Es gibt hier noch verschiedene Charaktere, da könnt ihr euch einfach mal irgendeinen aussuchen, der euch so anmacht. Und das ist unser offener Charakter. Das ist der offene Charakter, der ihr quasi nach außen seid, wo halt keiner weiß, dass ihr wirklich viele Rolle habt. Und nettes Artwork, also fast das ist ein schönes Artwork. Der hier sieht ein bisschen komisch aus, als wie ein Foto überarbeitet. Hallo übrigens ans Internet. Aber wir sind übrigens auf einem anderen Kanal, vielleicht musst du uns da suchen. Ne, ich hab's gefunden. Jetzt. Und ich nehme natürlich den Magier hier. Hier ist auch noch der Fire Mage, ne? Zack, ja. Ja, das ist eine Dame. So eine Dame. Eine Dame bin ich nicht. Die kann auch Leute heilen, okay. Denn hier, ich habe Bens Karte gefunden. So. Den Jetzt muss man schon ein bisschen auf Psychologie gucken. Welchen Charakter spiele, der so ein bisschen finsterer aussieht, halten mich alle gleich für den Doppelgänger. Ja. Mhm. Champion. Ist auch cool. Ich bin Laura Roslin. Wieso hast du einen Namen? Was? Ach, das kann die auch machen, wenn die bei Battlestar nicht gespielt wird. Paladin may add or prevent one damage on any subdue quest. The Paladin Jones. Aber den finde ich auch gut, den Ruinen. Und ich mag das auch so. Ich nehme den Dieb. Dieb? Das ist meiner? Hast du den auch so? Ich hab den Schurken. Und du hast einen Rogue, aber der ist geil. Rogue und Thief. Dann bist du ein Torschau verdächtig. Du wolltest den, ne? Ja, der ist mich. Ich weiß, du nimmst auch mal Laura Roslin. Deswegen hab ich gesagt, ich bin Laura Roslin. Das ist vor allen Dingen eine, bei der dann niemand weiß, ob du jetzt was Gutes oder was Schlechtes gemacht hast. Das ist jemand, bei dem jeder will, dass ich in seinem Team bin. Mhm. Ja, oder auch nicht, wenn man dich für den Bösen halten. Du vor allem, die wissen ja nicht, was du wegschmeißt. Du kannst ja trotzdem das Bösen wegschmeißen. Niemand kann es beurteilen. Ne? Den Mage. Ja. Also ich erkläre euch gleich das Spiel hier, allen Leuten, die da sind. Ich habe den genommen, ich töte euch zur Not alle, wenn ich der Böse bin. Ich wollte ja gerne der Rogue schon mal dann zu Dragon, dann bist du mir die geflügelte Katze angeboten hast, dann habe ich ja gesagt, okay, dann bin ich halt Mage. Ah, Barbarian und Ranger, Mansley Kill Type 6 is rolled twice in a row and attacking. 2 Sechsen würfeln, ich meine, das klingt nach einer Challenge. Ich nehme mal den Barbarian. Das war so, was du am Anfang gegeben hast. Ja. Wahrheit, ne? Zufall. So, cool, also, ja. Jetzt kriegt noch jeder Kula. Jeder hier so eine. Das ist der Bruder von Mama und Kuya. Die könnt ihr euch angucken und dann am besten unter eure Charakterkarte legen. Sehr gut. Jetzt haben wir hier halt so Quests, viele verschiedene, von denen denken wir halt immer zufällig einen auf. Der Ton ist sehr leise, sagt Salkin. Ja, musst du ein bisschen lauter machen, lauter geht's da. Nee, bist du sicher, ob es vielleicht. Wie würdest du den Ton lauter machen? Am weiß iPhone? Ich nicht. Nö. Mach mal an, wie laut ist der? Ich mach mal an. Kann ich mal das Buch haben? Ich ist vollkommen okay. Die verschiedenen Rollen alle so können. Ist okay. Also jetzt nicht optimal, aber ist okay. Warum willst du das Buch haben? Haben die verschiedenen Rollen nicht verschiedene Fähigkeiten oder sowas? Nein. Okay. Genau, also wir müssen halt eine Quest erfüllen. Das heißt, jeder von uns kriegt hier so ein Token. Ich jetzt zu sehr ein Werwölfe anscheinend. Muss ich auf der Rückseite schauen, oder? Nö, ist alles gleich. Okay. Genau, damit zeigt man quasi an, dass man auf die Quest geht, wenn man die. Also, ne, wenn ich jetzt mal eine Partyleader wäre, da gibt es auch, glaube ich, einen extra Token für. Dann. Ich habe übrigens keine Ahnung, wofür die hier sind, das werde ich gleich rausfinden.
Müsste ich jetzt halt bestimmen, wer mitgehen kann. Ich muss auf jeden Fall mitgehen als Partyleader. Und ich könnte, also wir können natürlich diskutieren, aber ich entscheide einfach. Da wird uns abgestimmt oder so, es passiert dann einfach. Das heißt, ich kann sagen, du und du, wir gehen jetzt auf diese Quest. Der Partyleader entscheidet für dich. Ich würde sagen, wenn du auf eine Quest gehst. Auf jeden Fall. Und die Auswirkung ist dann... Ah, okay. Am Anfang hat jeder Handkarten, und zwar, wir haben den hier auch noch, den Warbear, das ist quasi, wenn wir zu viert spielen, ein Charakter, der hat da 4 Lebenspunkte und macht immer 5 Schaden. Das heißt, wir müssen nur noch 10 Schaden machen. Jeder kriegt hier noch so eine Übersichtskarte, die zu seiner Waffenklasse passt. Also ich habe hier so ein Schwert, du hast einen Bogen. Ich hoffe, es läuft bei dir besser als mit dem letzten Spiel. Joe, findet es krass, dass Stephen Avery im Knast die Zeit findet, Spiele zu designen. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Bei Making Murder wird er ja eher simpel gestrickt. Ja. Du hast einen Zauberstab. Das ist gut, da haben wir auch alles einmal dabei. Okay. Genau, also hier zeigt ihr, wenn man nachher Schaden macht, dann zieht man einen Würfel aus dem Beutel. Da sind, glaube ich, 2 schwarze und ein weißer Würfel. Hallo, Arkham Horror. Der weiße Würfel ist halt für Good und der schwarze für Cursed. Das heißt, wenn ich jetzt halt irgendwie hier eine 5 würfe, mache ich nicht 5 Schaden, sondern ich gucke, was mache ich bei einer 5 und das ist dann der Effekt, der eintritt. Okay. Manchmal steht auch noch oben was drüber, dass man irgendwie immer automatisch 2 Schaden, du hier glaube ich, ne? Ja. Mit dem Guten machst du dann immer 2 Schaden plus das, was du noch würfelst. Und dann gibt es dann manchmal bei einer 1, ne? Friendly Fire, das du halt wie von dir triffst. Bei einer 6 kann man manchmal irgendwie normal würfeln, haben manche Charaktere, was ich drauf, ich glaube deiner. Dann machst du 1 Schaden, darfst normal schießen. Würfelt einer 3 Einsen, okay, du bist der Doppelgänger. Wie viel gibt es denn eigentlich? Ein Doppelgänger unter uns? Ein Doppelgänger, genau. Einen. Jeder von uns hat, genau, in den Beutel kommen am Anfang 2 schwarze und ein weißer Würfel. Man zieht da auch immer dann geheim 2 draus und nimmt dann halt eine Würfel, mit dem man würfelt. Natürlich, wenn ich Doppelgänger bin, waren es halt leider 2 schwarze, ne? Ja. Vielleicht. Wie viel sind das? 2-1. Ein weißer, 2 schwarze. Und es kann sein, durch bestimmte Gegenstände oder so, die wir spielen müssen teilweise auch, dass halt entweder weiße oder schwarze noch dazukommen. Was ist ein Stapel in dem Beutel drin? Würfel. 2 weiße? 2 schwarze, ein weißer. Okay. Ein Weißen. Okay, das heißt, wir wollen unbedingt einen Weißen dazu kriegen. Genau, wir kriegen Karten okay. Und zwar jeder kriegt 4 Karten von den Item Cards. Random? Ja, random. Genau, das hier sind Neuwürfelmarker, das hier sind Schadensmarker. Sobald man halt seinen Schadenslimit erreicht hat, ist man tot. Das sind Erschöpfungsmarker. Wenn man auf eine Quest war, dann kriegt man so einen Erschöpfungsmarker. Gehe ich dann wieder auf eine Quest, kriege ich automatisch einen Schaden, bleibe ich zu Hause, schütte in der Taverne ab, dann kann ich den danach wieder wegtun. Können wir miteinander gerade Ausrüstung tauschen? Kommt gleich. Schaden, wenn wir welchen bekommen, können wir auch ganz verteilen. Angenommen, wir würden als Gruppe 4 Schaden bekommen, ich würde automatisch einen bekommen und dann müsste ich halt den anderen Schaden zuteilen. Das heißt, ich würde sagen, du bekommst einen und du bekommst dann die anderen beiden Cubes. Um es dir jetzt zu teilen, würde ich sagen, du bist Karl, eine Karte muss dann wieder eingeben, aber man darf das nicht im Ping-Pong-Verfahren geben. Okay. Das ist auch ganz gut und sie haben es tatsächlich geschafft, den Doppelgänger zu töten. Genau, das ist die Quest, auf die wir gehen müssen. Und zwar ist der Ablauf im Prinzip genau so, dass hier erst die Quest aufgedeckt wird. Manchmal steht hier eine genaue Zahl drauf, die müssen wir mindestens erreichen oder höher. Manchmal steht auch ein spezieller Zahlenbereich drin, den müssen wir in dem bleiben. Hier stehen manchmal noch irgendwelche Sonderfähigkeiten drin. Das ist jetzt eine Vanquish the Unholy Demon. Dann müssen wir mal gucken, was da draufsteht, was wir machen müssen. Danach sucht sich jeder von uns. Es gibt was Grünes und was Rotes, was ist der Unterschied? Ja, geschafft oder nicht geschafft, glaube ich, in dem Fall. Wahrscheinlich, Haken und X, ne? Ja. Wie geschafft oder nicht? Also, wenn der abgelegt wird oder. Wenn wir die Quest schaffen oder wenn wir sie nicht schaffen. Ach, wenn wir nur eine Runde zeigen, dann genau. Wird das automatisch genau. Gespielt. Okay. Dann nehmen wir jeder von uns eine Karte von der Hand und draften die nach links weiter. Das würden wir dann gleich alle machen. Okay. Nachdem wir das gemacht haben, muss ich dann als Party eine Quest im Team zusammenschlagen. Das heißt, ich könnte sagen, ich möchte nur mit Corinna losgehen. Oder wenn ich denke, wir wollen auf 15 kommen, wir brauchen wieder viele Leute, die irgendwie mindestens 10 Schaden machen, kann ich sagen, wir gehen alle auf die Quest. Ist natürlich der Doppelgänger dabei, ist natürlich ein bisschen schwierig. Sollte man vielleicht nur machen, wenn es wirklich wichtig ist, damit man schon ein bisschen ausmergen kann. Sobald, wie gesagt, ich selbst muss gehen, ansonsten kann ich so viele mitnehmen, wie ich muss, aber wie ich möchte, aber ansonsten ist halt ne, die Chance, dass ein Doppelgänger dabei ist, relativ hoch. Danach wird die Gruppe quasi in 2 Teams aufgeteilt. Die, die hier diesen Marker liegen haben, mitgehen. Die gehen halt auf die Quest raus und ihr beiden chillt in der Taverne. Das heißt, ihr macht einfach erstmal nichts. Alle Spieler, die mitgehen, nehmen dann eine von den Itemkarten, spielen die hier in die Mitte. Dazu kommen noch 2 von, oder 2 oder 4, 2 vom Deck dazu und dann. Genau, und dann. Wird zuerst wird der Kartenstapel gemischt, dann gucke ich mir Face Down genau, 2 Karten zufällig an, das ist ein bisschen wie bei hier Secret Hitler, wirf einen davon weg. Von welchen Karten? Von den alten Karten, die wir mitgespielt haben. Ne? Da kommen ja 2 noch vom Stapel dazu, dann mische ich die, gucke mir 2 davon an. Und jeder spielt eine. Jeder spielt eine. Unterschiedlich spielen, nachdem wie viele mitkommen. Genau. Mhm. Und dann werfe ich einen davon raus. Von den anderen
gucke ich mir dann alle an, glaube ich, und werfe da eine von raus. Warte, Doors 2 and 1. Ich muss das machen. Ja, aber schaffe jetzt all of these cards. One face down, kommt einfach zufällig raus. Und. Hä? Das haben wir anders gemacht. Ja, kurz lesen. Each player throws one item has to interact with the other, draws two more from the top of the deck, adds them to the and then turn on the one when it faces down with an item. Ja, Marcel ist auch am Start. Ah, sehr gut. Man darf auch, Stefan auch weggeschickt. Genau. Man darf auch mal darüber sprechen, was man so hat und was man reingeschmissen hat. So, man darf natürlich auch lügen. Okay, eine Karte bleibt quasi übrig, die tut der Party wieder raus. Was? Eine Karte bleibt übrig, wovon? Hä, was? Naja, also das haben wir auch ein bisschen anders gespielt, als es hier gerade steht. Also jeder Spieler wirft eine Karte face down zur Quest, auch der Party wieder. Dann zieht der Party wieder zwei Karten zufällig vom Stapel, legt sie dazu. Dann werden die alle gemischt, dann wird eine Karte zufällig face down einfach auf den Discard-Pile gelegt. Dann guckt er auf die verbleibenden Karten. Gibt eine Karte an jeden Spieler. Okay, das haben wir tatsächlich ganz anders gespielt. Nicht den Tieren, die dabei sind. Auch er selbst bekommt eine. Dann, aber nie spielt er mit auf der Quest. Genau. Dann legt jeder Spieler seine Karte face up vor sich ab und die andere Karte wird einfach unbesehen rausgenommen. Welche? Achso, die er nicht niemandem gegeben hat. Genau. Okay, the remaining card niemandem gegeben. Not handed out, must be discarded face down to the item discard pile. So showing it to any other player. Genau. Es kann hier so Giftkarten geben. Wenn eine Giftkarte irgendwie einem Spieler zugeteilt wurde, ist die Quest automatisch fehlgeschlagen. Mit Gift hast du jetzt Poison. Ja. Das ist halt immer böse, dann kann man davon ausgehen, dass ein Saboteur dabei war oder wir richtig viel Pech hatten. Danach guckt man halt. Man kann halt nur Gegenstände benutzen, die das eigene Zeichen zeigen. Also wenn ich irgendwie nicht eine Zweitwaffe bekomme, dann kann ich nicht benutzen. Ein Dolch kann jeder benutzen. Also Dagger ist quasi also ist das hier das Dolch-Symbol? Das ist das Dolch-Symbol, genau. Okay. Das heißt, man sollte natürlich darüber sprechen und wenn ich irgendwie einen Bogen habe, dann soll ich den vielleicht irgendwie weiter draften zu Corinna, dass die ihren Bogen bekommt. Ich sollte selbst dafür sorgen, dass ich ein Spieler, nicht ein guter bin. Wenn ich natürlich denke, Corinna ist der Doppelgänger, dann... Also ich kann davon genau eine Karte verwenden, richtig? Ihr sollt es uns nicht zeigen. Ich kann sagen. Ich hatte nur ein Symbol. Soll es uns nicht zeigen? Ja, trotzdem. Die Symbole können alles mögliche sein. Nein! Zieh doch einfach mal vier neue Karten. Wenn ich zu dir sage, bitte gib mir so einen weiter, dann kannst du jetzt nicht sagen, nee, kannst du nicht. Das könntest du... Ist nicht das dein Symbol? Nee, ist nicht. Ja, aber ist doch zum Erkennen, es ist egal, welche Karte ich zum Start habe. So. Sehr gut, ist meine Auswahl nämlich besser. Wahrscheinlich. Also, genau. Also man braucht, wenn man halt eine Waffe bekommt, die nicht zum Typ passt und ich halt jetzt einen Bogen bekomme, als Barbar. Okay, als Barbar einen Bogen kann ich einfach nichts machen damit. Das wäre natürlich ein bisschen doof, damit es natürlich schwieriger, das überhaupt zu erreichen. Manchmal gibt es auch noch Sprüche oder sowas, die sagen irgendwie, alle Bögen in der Runde machen mehr Schaden. Sollte man natürlich sagen, hier, ich habe einen Spruch, der das Ding halt erhöht. Ein Spruch kann auch jeder sprechen. Da ist dann im Prinzip so ein Feuerball-Symbol oder so drauf. Genau, und danach müssen dann alle Spieler der Reihe nach an der Quest teilnehmen. Das heißt, ich als Partyleader, du fängst an, du würdest halt aus diesem Beutel einfach dann zwei Würfel ziehen, würdest dich halt für einen von beiden entscheiden, würdest sagen, hier, ich nehme den, weil ich bin guter, würfelst, guckst halt, was passiert, dann ne, können wir uns den Schaden merken und den drauflegen, wie auch immer, dann kommt das alles wieder rein, dann darf halt der Nächste, in dem Fall wäre es ich, halt auch wieder rausziehen und sagen, hier, ich habe irgendwie jetzt zwei, ja, sorry Leute, ne, hab einen Schwarzen gezogen, was nicht so unwahrscheinlich ist, guck, was dann passiert. Und dann gucken wir halt, ob wir es geschafft haben. Dann passiert halt das obere oder wenn nicht, passiert das untere. Und der muss 15 Schaden bekommen. Der muss 15 Schaden bekommen. Wie soll das denn funktionieren? Wenn vier Leute mitgehen und der macht 5 Schaden automatisch, dann sind das noch 10 Schaden. Das heißt, jeder von uns muss irgendwie nur noch 2,5 machen. Achso. Also wenn ich zum Beispiel eine Dolchkarte verwende und eine 5 würfle, mache ich 5 Schaden. Ja, übrigens hallo an alle im Chat. Also Marcel meckert, dass es ruckelt, aber bei mir ruckelt nichts. Bei mir ruckelt auch nichts. Ach, der Dolch ist immer auf der Rückseite gelistet? Genau. Jeder hat auf der Rückseite den Dolch, ein Dolch kann jeder benutzen. Aber dann muss ich auch die Dolchseite verwenden? Selbstverständlich, wenn du einen Dolch benutzt. Wenn du einen Dolch benutzt, dann musst du damit würfeln, genau. Das heißt, ich habe hier ein Bogensymbol, aber meine Fähigkeit bezieht sich auf Dolch. Interessant. Du bist halt flexibel damit. Ja, weil jeder hat ja beides, ein Dolch hat ja jeder. Ein Dolch hat ja jeder. Ja, aber meine Spezialfähigkeit bezieht sich auf Dolche, meine ich. Ja. Ja. Eine Dolchkarte.
Genau, mit jeder Durchkarte mache ich plus 2 Schaden, aber genau, dafür verdiene ich auch die schlechtere Seite. Genau, wer dann auf dieser Quest war, bekommt danach als einen Exhaustion Marker. Das heißt, wenn der danach wieder auf eine Quest geht, bekommt er automatisch einen Schaden. Die Leute, die in der Taverne geblieben sind, die können einfach zum einen ihren Schaden heilen. Dann können sie eine Itemkarte hier ziehen. Das Limit ist 6, das wusste man tatsächlich auch nicht. Und man darf sich einen Neuwürfelmarker nehmen. Entweder oder. Entweder heilen oder eine Karte ziehen oder Neuwürfelmarker nehmen. In der, wenn man nicht mitkommt. Wenn man nicht mitkommt. Genau. Was soll das Schwarze sein? Schwarz ist Erschöpfung. Wenn du auf die nächste Quest gehst, kriegst du automatisch am Ende einen Schaden. Und wirst danach die Erschöpfung, glaube ich, nee, wirst du nicht ab, weil du bist ja andere unterwegs. Wir wollen uns also quasi abwechseln noch. Genau. Also das wird einfach dafür sorgen, weil sonst ist halt der Zeitdruck zu groß. Und das waren tatsächlich alle Regeln. Die Teils werde ich wahrscheinlich aber nachgucken müssen. Die Goldbeeren stehen da sehr gefährlich, gibt's doch noch. Nee, wieso? Die hab noch gar nichts davon gehabt. Gut. Vielen Dank. Das war der weiße Marker Neuwürfen. Neuwürfen. Genau, und in der Taverne, ich kann dann entweder einen Erschöpfungsaltenmarker ablegen, Neuwürfel nehmen oder ein Item ziehen. Genau. Das mit dem Draften der Items machen wir jedes Mal oder jetzt nur am Anfang? Immer. Vor. Immer wenn der aufgedeckt wurde. Und das heißt, wir können aber auch mal auf 0 Items laufen, weil wir keine großartigen nachgezogen haben. Aber ja, dann war irgendwas, ich glaube, dann zieht man sogar automatisch nach. Muss gerne mal nach uns dauern, bis wir da sind. Gut. Dann haben wir jetzt den Gegner. Das Team wieder. Ich gehe gerade persönlich davon aus, dass deine Karte hauptsächlich wichtig ist, was unten drauf steht. Obwohl es tatsächlich auch wichtig. Wenn wir es schaffen, dann kriegen halt alle Party-Member einen Schadengehalt und alle in der Taverne dürfen 2 verschiedene Aktionen machen, statt nur einer. Zur Frage, was war jetzt mit dem Draften? Machen wir jetzt, bevor du sagst, wer auf das Team geht. Okay. Ja, also auf die Mission geht. Na, wenn wir es verlieren, kriegen wir einen Schaden und die in der Taverne dürfen nichts heilen. Also der ist eigentlich relativ easy. Wir würden uns darüber unterhalten, was wir gerne haben möchten und was nicht. Ich vermute mal, alle wollen das Symbol, das sie haben. Mhm. Genau. Aber jeder gibt jetzt jedem einen weiter, ne? War es, oder? Genau. Geben wir jedem 3 weiter. Eins. Wir draften auch immer so rum. Das heißt, ich will, dass ein Zauberstab nicht mehr für habt, Stefan kommt, muss ich mir weitergeben. Genau. X-Code. Karl, bist du gut? Natürlich. Steht im Namen. Ich wollte gerade sagen, mit ohne Haar. Ich glaube, dass der Karl es ist. Ja, ich glaube auch. Ja, der freut sich schon. Freut sich schon so. Nee, von vornherein habe ich mir schon gedacht. Doch, bevor die Karten ausgeteilt wurden, war es klar. Aber nachdem die Karten ausgeteilt wurden, hast du schon was gesagt, was ich müsste auch schon. Ah ja, weil ich mir die Fähigkeiten auf 4 verschiedenen Figuren angucken wollte. Mhm. Karl, hast du Sachen, die du selber benutzen kannst? 3 Stück habe ich, die ich selber benutzen kann. Ich meine, gebe ich dir was, was du zu Ben weitergeben kannst. Zu Ben? Ja, ja, ist am weitesten weg, ich kann es nicht brauchen. Karte musst du kannst dir doch jetzt geben, wenn du eine geben? Selbstkarten hast, oder? Ja. Ich kann dir nicht geben, was du hast. Das dachte ich mir schon. Aber ich kann dir was geben, was du benutzen kannst. Das kann ich auch schon mal. Das auch. Hm. Kannst du aber zur Not benutzen. Nee, warte, das sollst du Ben weiter, ne? Aber ich kann die. Wir geben ja immer gleichzeitig, ne? Mhm. Genau, das heißt, ich kann die erst im nächsten. Genau. Ja, sonst könnte man die einfach durchgeben. Ben, warst du Ben hier? Was war? Doppelgänger? Nein. Ben. Ben, warst du der Doppelgänger? Warst du der Doppelgänger? Weil sie mal gefragt haben. Du wartest auf die Reaktion so. Nee. Okay. Wieso zu blind? Also ich könnte ich mitkommen. Ich bin nicht der Doppelgänger, Corinna. Und ich wusste bis gerade vorne nicht mal, dass Doppelgänger auf der Karte draufsteht. Auf welcher Karte steht Doppelgänger drauf? Auf der einen steht auf der Doppelgänger auf der drauf. Auf einer Loyalitätskarte muss Doppelgänger stehen. Ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst. Also ich bin friedlich dahinter. Ich wusste, dass Doppelgänger draufsteht. Ich dachte, ich steht Verräter drauf. Natürlich. Natürlich. Das ist meine Entschuldigung. Tut mir leid, aber wir wissen, dass du. Das meine Entschuldigung. Bist. Ja, genau. Als ich das erstmal Werwolf gespielt habe, dachte ich auch, oh Gott, hoffentlich werde ich. Spezialfähigkeiten kann man nur für Quest nutzen, natürlich. Mhm. Echt wirklich? Ich würde gerade vermuten. Oh nein, okay. Dass das Ding, dass wir fast alle mitgehen sollten in der ersten. Und dann haben wir alle Erschöpfung für die nächste. Aber der ist wirklich stark, oder Ben? Ist der nicht stark? Das ist denn schon okay. Was ist denn der negative Effekt? Rechnet mit 10 bitte, viel. Ne? Rechnet bitte mit 10. Also im Schnitt haben die so schon mit der Stärkste. Ja, deswegen hatte ich gerade überlegt, ob wir vielleicht alle mitgehen, weil der halt so mega krass stark ist. Aber wir haben natürlich auch einen Verräter dabei. Ne? Und hier gibt es noch einen Charakter. Und wir kriegen alle Erschöpfung. Das heißt, wir kriegen beim nächsten Mal kriegen irgendwelche Leute garantierten Schaden. Wenn wir alle mitgehen.
Okay, also Karl hat gesagt, er hat super Karten. Karl kommt mit. Ich habe gesagt, ich habe Karten, die ich benutzen kann. Ja, super, du kommst mit. Und zwar mit der Seite, das darf ich auch alles verraten. Karl, ne? Das ist Koop, ja, komm mit. Ich könnte das Team üben, du kannst ja... Ich habe so viele Koop-Spiele, denen ich nicht sagen darf, was ich will. Mir scheißegal, du kommst jetzt mit, ich bin hier der Chef. Okay. Du musst gar nicht sagen, du sagst einfach, so, fertig. Was genau, ich da spiele, ich habe schon was. Das entscheidet Corinna. Ich würde gerne mitgehen. Ich glaube, den Stefan sollten wir nicht mitnehmen. Ich würde gerne mitgehen. Also ich könnte halt hier noch helfen. Mhm. Ich also halt bei mir was kann zumindest eine Karte auf jeden Fall benutzen. Das weiß ich, weil ich meinen gegeben habe. Er hat mir eine Karte für Corinna gegeben, falls das bei euch hätte. Ich habe mir jetzt natürlich diese Scheißspiele angewöhnt, das schwammig zu sagen. Ich habe ihm eine Dolchkarte gegeben, das heißt, zur Not kann er auf jeden Fall eine Dolchkarte haben. Aber die meinte ich nicht. Ich habe von Haus aus einen, die passt. Also noch besser als von deiner eigenen quasi. Genau. Also ich habe nur eine Dolchkarte. Also es macht schon in der ersten Runde immer Sinn, einen zu Hause zu lassen. Ja. Aber Karl möchtest du so gerne zu Hause bleiben, dass lieber die anderen beiden mitnehmen. Mir ist das egal, Hauptsache es bleibt einer zu Hause. Also meine Items sind jetzt okay. Die sind nicht so geil, wenn das was hilft. Also ich würde halt zu Hause bleiben, heißt halt, ich kann auch neue Items ziehen. Also beides ist glaube ich geil. Dann nehme ich Stefan mit und dann bleibt er. Ich hätte einen Karl reingelassen, aber... Was haben wir davon, wenn wir eine Quest erledigen als Charakter? Wir decken hier so ein Ding auf und dadurch sind wir dem Sieg näher. Dann lassen wir es in Ben jetzt daheim, oder wie? Das ist gut, ich hänge eine Karte. So, und ich darf ein Item, darf ich auch mehrere Items spielen? Aber warte mal. Eine. Eine nur. Jeder ein und zwei vom Stapel. Das war echt einfach. Und, aber die bleiben bei uns, sodass wir wissen, wem was dazugehört? Nee. Halt nicht. Ah, nee, der Anführer ordnet dann noch danach zu. Es kommen dann noch zwei vom Stapel dazu. Genau, dann sucht man der eine ganz raus. Spiel? Ich habe hier, das ist eine Dolchkarte. Okay. Ah, das heißt, ich könnte sogar was für einen anderen, was ich nicht gebrauchen kann, aber jemand anders genau. Richtig gut. Bei Corona teilt die Karten dann gleich zu. Oh, ich sehe, warum das als Situation steht. Mhm. Du kannst viele Sachen machen, ohne dass man es dir direkt anlassen kann. Richtig. Etwas, was, wie hieß das, Liberatoris, richtig kacke gemacht ja. Hat. Wo einfach alles, was du getan hast, war klar, dass du es getan hast. Deswegen war einfach eindeutig, was du bist. Was hast du gespielt, Stefan? So, Zauber. Ja, hat ja nur ich glaube, wir wollen jetzt auch nicht so genau nachfragen, wer das gespielt hat, weil wir wissen halt, was alles gibt. Weil ich hatte nämlich vorhin Karten, auf denen standen unten Spezialsachen. Jetzt hat jeder eine gespielt, ne? Bei mir sind zwei, oder nicht? So war das, dann mische ich die. Ja, Source One, dann zwei, dann mischen. Ah, okay, und jeder andere muss unfreiwillig abwerfen und du ziehst zwei und suchst aus. Dann kommt eine zufällig raus. Ja, aber ich bin der Rogue, also ziehe ich zwei und suche eine aus, die rauskommt. Ne? Das ist richtig geil. Also, du hast die ausgesucht, bevor die Karten zugewiesen wurden, aber die ist für den Doppelgänger richtig geil. Wie, zwei kommen jetzt raus und die guckst du dir an? Nee, sie ist Spezialfähigkeit. Sie hat mehr Auswahl beim Abwerfen. Okay. Die hier kommt raus? Sagen wir so, sie hat überhaupt eine Auswahl. So, und die vier gucke ich mir jetzt an, ne? Genau. Look at the remaining card. Gives one to each player, not animals on the crest, including themselves. Each player should place their card retrieved face up in front of themselves. The remaining card held out must be discarded face down to the item discard pile without showing it to any other player. Okay. Also das bin genau, ich einmal als Death bekommen, ja. Und was? Ich sollte einen Dolch bekommen. Oder einen Bogen. Oder einen Bogen. Kann ich auch nehmen, aber... besser für dich? Ja, nicht ganz, weil ich mache mit Dolch plus zwei Schaden, das heißt... Im Endeffekt ist es gleich oder besser. Was ist besser, Dolch oder ein Bogen? Was willst du? Also jetzt musst du ganz kurz gucken. Das ist ja dann also 3, 3, 4, 4. Dolch ist besser. Okay. Ich habe einen Bogen drauf, aber Dolche sind besser. Okay. Das ist perfekt. Siehst du, und hier ist alles mit Spezialgeschichte. Ach, das genau. Ist ein wunderschöner Bogen. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, dass der zu jedem Ziel auch, jeden Bogen, ne? Ja, auch gut. Da war noch ein Normal Bow. Den habe ich jetzt aber weggelegt, weil Kali bei den Dolch wollte. Schon mal nicht schlecht. So, jetzt haben alle ihre Items, das heißt, jetzt kriegt Karl zuerst den Beutel. Ich will jetzt bitte den Weißen ziehen. Zieht zwei Würfel, Karl der links neben dem Party wieder. C kommt. Wir dürfen es ja nicht sehen, oder? Wenn du zwei ziehst. Genau, ich muss jetzt zwei ziehen und dann... Das finde ich ein bisschen schwierig. Das hätte ich auch offen machen können. Aha. Aha. 2-1. Es ist getroffen, Stefan. Ja. Jetzt habe ich Würfel, der muss ja wieder rein, ne? Ja. Gut, dann drück mal die Daumen, dass es hoch wird. Aha. 4 sind 4 Schaden. Oh, nicht schlecht. Oh, ist doch immer okay, gut. Ja, 2 plus die 2. Nee, 0 plus 2. Ach nee, ach fuck ja. 0 plus 2, genau. 2 Schaden. Entschuldigung. Mhm. Du hast jetzt den Bären schon draufgepackt, ne? Ja. Ach nee, du machst es so rum. Okay. Also 2 Schaden, ja? Ja. Oh, das ist ja gut. So viel dazu. Jetzt keine 1. Die Feier wäre doof. Ich muss mal den Weißen nehmen. 4?
plus ein Damage. Und das Death. Plus den, den du eh machst, ne? Automatisch 2. Also 2 und 1, ja? Ach, nur mach ich noch 3 Schaden. May discard from. Darf ich eine Karte noch discarden? To do a May discard. Damage, ja. A spell from ja. Hand to. Ja. Ach, das steht für Spell, okay. Ja. Dann machst du nochmal wie? Nochmal 2. 2, du musst gerade erst noch 3 machen. Weiß ziehen. Die kommen jetzt raus, oder? Ja. Darf ich nachziehen? Oder? Nein. Die Chance weiß zu ziehen ist. Wann kriege ich Items? 33%. Gut, Karl. 66%. Wann kriege ich Items? Stimmt. Schlecht, Karl. Schlecht, Ben. Aber du hast ja eine Taverne. Welche Taverne? Wenn du nicht mitgehst, so wie ich gleich. Ah, okay. Oh, ich will nicht ziehen, auch wenn ich den Weißen nicht ziehen. Und dann musst du auch noch ein bisschen höher. Selbst wenn du die Böse sein solltest, müsstest du jetzt den Weißen dann wählen, einfach weil Karl sich verdächtig gemacht hat, und dann wärst du fein raus. Wieso? Okay. Weil ich den Schwarzen hatte. Ja. Natürlich. Aber ganz ehrlich, wenn du der Doppelgänger wärst und du hättest am Anfang die Auswahl zwischen Weiß und Schwarz, du würdest auch immer den Weißen nehmen, oder? Nö. 3 sind 2 Damage, plus 1 sind 3. Perfekt. Yes. Sehr gut. Moment, aber die 5 von hier haben wir schon gemacht gehabt. Ja. Okay. Ja. Das heißt jetzt. Yeah! Nee, ich habe auch bei. Ich habe auch 2 Schaden gemacht. Ich habe so einen Schwarzen gezogen, aber ich habe auch 2 Schaden gemacht. Du musst unter dem Tisch machen das nächste Mal. Ich habe den Weißen gesehen. Ach so, okay. Du musst wirklich hier unter dem Tisch machen. Unter dem Tisch nicht mal. Das habe ich mich auch, als Ben das schon erklärt hat. So. Ja, der Beutel ist auch nicht so riesig mit der Hand. Also. Okay. Ich habe mir nicht erklärt, was dann passiert. Aber jetzt haben wir natürlich den Schafteffekt. Das heißt, alle Partymember hier in One Damage, ist egal. Und alle Player in der Tavern, also ich, dürfen 2 unterschiedliche Aktionen statt eine machen. Das heißt, ich kann eine Itemkarte ziehen und einen Neuwürfelmarker nehmen. Mhm. Neuwürfel heißt. Ah, du hast nicht 9 ziehen. Und den Shiny Shiny Demon machen wir jetzt auf den Ablagestapel. Genau, der ist. Und dürfen wir nicht noch sowas nehmen? Sowas dürfen wir. Ich glaube, das ist. Ja, doch, jetzt haben wir es schon geschafft. Also dürfen wir doch jetzt eine ziehen. Also kann das die Mission schon durch sein. Ja. If the player completed the quest, the player should hang out any rewards with the quest card. Reward should ping pong, just the damage does. Du suchst jetzt einen Leib-Token aus und wechselst es auf deine Party wieder. Okay. Ich möchte gerne das zweite von dir. Ja, das ist mir egal, ja. Yeah! Das erste Artefakt. Siehst du, das war gar nicht egal. Sehr gut. Dann kriegt jeder einen Exhaustion-Marker. Du kannst nachher das Ziehen-Problem anwenden, wenn es um das letzte geht. So, dann entscheidest du dich ja für 1 und dann wechselst du nochmal die Entscheidung, ist die Chance höher, dass du das Richtige hast. Das Party-Leader-Token geht weiter an den linken Spieler. Ja, kann ich den Hasen behalten. Oh yeah. Ja. Also ich krieg jetzt das Ding, ne? Wie viele von denen kann ich haben? Oder was bedeutet das? Wie viele, wenn du jetzt wieder auf eine Quest gehst, kriegst du am Ende automatisch einen Schaden. Moment mal, ich muss jetzt, wenn ich jetzt auf eine Quest gehe. Du musst auf eine Quest. Ich muss auf die Quest, aber gehen. Den ich kriege auf jeden Fall einen Schaden. Gehalten, ne? Ja. Ich kriege also auf jeden Fall einen Schaden am Ende. Du kriegst auf jeden Fall einen Schaden, ja. Okay. Darf ich dir ein Monster kredenzen, Karl? Ja. Oh, der ist ja leicht. Ich nehme nur Ben mit. And the illegal bridge toll. 6 bis 9. Party members may draw up to 5. Ah, da geht das. Wow. Das ist geil. Weil bevor du dich dazu äußerst, müssen wir erstmal Karten draften. Was bedeutet 6 bis 9? Wir müssen in wir müssen 6 bis 9 schaffen. Das heißt, du musst auf jeden Fall auch würfeln. Angenommen, ich schaffe schon 6. Ja. Dann bist du immer noch dran. Ja. Dann darfst du nicht mehr als 3 machen. Ja. Ah. Dann ist es gut, dass wir dann nur zu zweit hingehen. Ja, aber erstmal müssen wir Items draften. Achso, wir haben ja nichts gezogen. Wir haben du kannst auch allein hingehen, das Bärchen macht ja schon 5 Schaden. Gehen wir jedes Mal die stimmt, gleiche Richtung? Stimmt, der Bär macht schon 5 Schaden. Ach du Scheiße. Mhm. Und du brauchst nur einen Schaden machen. Ich habe allerdings den Reroll, aber wir müssen. Also wenn du mich mitnimmst, dann. Ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, dass dann das nach links bei dir. Ich dachte, ich kann mir das ausruhen, sonst hätte ich dich mitgenommen statt Karl, damit Karl nicht Erschöpfung hat. Achso. Ja. Ist jetzt die Frage, lasse ich dich einfach zu Hause? Kannst du? Machst du unser Leiden? Traut Corinna? Bestimmt. Aber du bist die nett, Wahrscheinlichkeit nicht. Ja, klar. Ja, aber das ist auch ein netter Doppelgänger. Also, das kann ich das auch sein, ne? Ich bin. Kannst du noch sowas machen? Ja, ich habe. Das ist Doppelgänger, hilfst du. Das Problem ist, ich muss mir eine Frage beantworten bei meiner. Also, ich mache ja plus 2 Schaden mit jedem Dolch. Jetzt sind aber beim Fluchwürfel 1 und 2 ein Schaden zu irgendeinem Partymitglied. Mache ich dann an dem Partymitglied 3 Schaden? Was steht da drauf? Das to damage. Ja. Da steht aber nicht, mehr hinzuweisen. Also, ja. Oh, okay. Also, wie ist das Spiel? Also das hier? Nee, nicht Doppelgänger, wo man es vergleichen kann. Resistance? Resistance. Oder auch für alle Connoisseure, who soiled the toilet?
Also, Who's Right the Toilet ist ähnlich wie Resistance, nur mit einem spannenderen Thema und man kann zwischendurch Kackwürfel ins Klo werfen. Ein Kackchips. Ich gebe mal das weiter. Vor Damage. Ich gebe mal das weiter. Das kann Karl bestimmt brauchen. Bist du alleine gegangen mit Ben? Ich gehe alleine. Okay. Das macht also, wenn ich Ben mitnehme, ist die Chance höher, da drüber zu kommen. Und er ist noch besser vorbereitet, um in Zukunft mehrere Quests hintereinander zu machen. Ich glaube, mich nicht mit, ne? Macht nur mit dem Bären. Also es macht doch mehr Sinn, oder? Technisch gesehen, ich sehe das richtig. Ich glaube ja. Also du verkackst es halt total. Und dann kriegst du halt die 4 Schaden, bist tot. The Party ist nicht wir alle, sondern nur... Party bist du und der Bär. Also das ist noch was drin. Mir wär's doch lieber, wenn Karl jemanden mitnimmt, weil Karl kann doch einen schwarzen Würfel ziehen, dann kannst du ihn nicht töten. Du musst nur einen Schaden machen. Ich kann ihn mit einem schwarzen Würfel kann ich ihn auch töten. Ich müsste nur 3 oder höher würfeln. Also ich hätte eine über 50% Chance, mit einem schwarzen Würfel zu gewinnen. Okay. Aber auf Nummer sicher wäre Ben mitnehmen, ja, das stimmt. Oder wir überschießen dann. Oder wir überschießen dann. Ich glaube, ich muss tatsächlich. Also ich kann nicht sagen, ich will nicht. Okay, ich bestimme das. Ich bin derjenige, der entscheidet. Ja. Du kannst auch den schwarzen Würfel nehmen. Ja, einen ziehe ich auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, wenn Sie das vorstellen, Sie können natürlich auch die Doppelgänger sein. Ja. Aber wir hatten ja schon festgelegt, dass Stefan das ist, richtig? Ja. Ja, genau. Stefan, was sagst du? Soll ich Ben mitnehmen oder nicht? Was denkst du, was ich bin? Dass ich ein Doppelgänger bin oder dass ich ein guter bin? Ich habe noch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich würde es nicht verstehen. Was du da sagst, würde ich das ja jeweils anders sagen. Dann können wir das an der Stelle wahrscheinlich abkürzen. Ja. Ich würde wollen. Ich nehme Ben mit, komm. Das okay. Dann hat er auch gut. Einfach auch aus dem Aspekt, dass er den Teil des Spiels mitmacht. Ich habe gedacht, dass er nicht das nimmt hier, aber gut. Gut, jetzt müssen wir noch ein Item in die Mitte legen, ne? Oh, ich mach mal Safety. Das ist eine gute. Was hast du hingelegt? Ich habe einen Fluch hingespielt, dass alle Waffen minus 1 Schaden machen. Darf ich jetzt zuerst eine weglegen, ne? Nein, du bist nicht auf der Quest. Du bist nicht dabei. Ach, okay, das war meine Frage. Du lässt nur auf der Quest? Stimmt, ja. Das ist auf jeden Fall super safe. Wenn das da drin ist, nehme ich es auf jeden Fall. Aber ich habe nicht ihre Fähigkeit. Ich ziehe jetzt irgendwas. Das ist hammergeil. Du kriegst sie weg. Und jetzt war es wahrscheinlich deine Karte. Ich weiß es nicht. Wobei natürlich, wenn ich diesen Curse bekomme, dass nur du würfelst. Wieso hast du meine Karte nicht genommen? So ist es. Oh. Oh, ich die gesehen. Verdammte Axt. Die Karte ist doch gar nicht so gut, wie ich dachte. Kannst du auch wegschmeißen. Holy hell. Deine Karte habe ich nicht mehr auf der Hand. Sagst natürlich du so. Nicht. Natürlich nicht. Natürlich. Aber ich mache, das sollte hoffentlich auch funktionieren. Und diese Karte werde ich weg, das übrigens Gift. Das darf ich darf sie euch nicht zeigen, um es zu beweisen, vermutlich mal. Nein. Also wir können auch gerne gegen die Regeln verstoßen und gucken nach, was es gibt. Nein, das ist ja. Also ich habe jetzt einen Dagger. Ich brauche einen Dagger. Ich kann sogar Bögen als Dolch benutzen, das heißt, ich bin super flexibel. Muss ich den benutzen oder geben. Kann ich auch gar nicht benutzen? Du musst. Ich glaube, wenn du so, ich ziehe jetzt. Oh. Habe ich ja keine Wahl. Also habe ich jetzt Gift und einen Dolch. Also wir haben ja schon 5 Schaden gemacht, das heißt, wir müssen nur noch diesen einen Schaden natürlich machen. Aber wir dürfen auch nicht über. Dürfen nicht über. Kannst du es einfach merken. Ja. Ich würfel mit einem Dolch, 2 schwarze. Verdammt, 6 ist in 2 Schaden. Damit sind wir genau im Soll. Dann sind wir sind bei 7. Und ich mache plus 2 Schaden mit jedem Dolchangriff. Und du hast einen Dolch genommen. Warum hast du einen Dolch genommen? Weißt du, was bei Gift draufsteht? Ja, die Quest steht automatisch fehl. Warte. Ja. Ja, genau. Ja. Aber nee, unter einer bestimmten Bedingung, aber. Du schaffst das. Ich muss einfach nur mir Schaden machen, genau. Ich muss einfach nur dich oder den Bären. Ja, du musst ja deine schwarzen Würfel machen, oder? Der Bär ist eigentlich gut, weil der macht immer diesen ganzen. Wenn du nur einen Schaden machst, also bei allen außer einer schwarzen 6, ist es ja kein Problem. Bei einem Schaden sind wir auch noch drin. Nee, Ben würde auch noch leben, wenn ich eine 6 würfle. Ach nee, Moment. Bisschen so. Achso. Es ist ja völlig egal, was du ziehst, nimmst jetzt keine schwarzen Würfel. Also ich bestimme das auch nicht, ne? Die gehen immer auf das Ziel. Ich kann nicht sagen, ich würfel jetzt eine 5, aber ich gehe nicht. Das steht da drauf. Also schwarzen Würfel musst du jetzt ziehen, also ist völlig egal, du musst den schwarzen Würfel jetzt nehmen. Stimmt. Gut. Und du kannst mir schlecht verkaufen, dass du. Oh, ich hab's von die Weißen gezogen. da hätte ich vor allem nochmal würfeln können mit Weiß eigentlich. Wäre doch cool. 2. Du kriegst 3 Schaden. Das ist auf einem Party. Do zero damage. Das ist ja das, was wir jetzt wollten. Das kann Ben auch Schaden heilen. Aber du kriegst doch einen Schaden und nimmst du jetzt 2 und kriegst du Weiß immer. Also ist Damage works will when the party takes damage for failing the quest? Nee. Das ist nur wenn die Party. Das ist bei Party, wenn es zugeteilt wird, ne? Ja. Das ist ja auch so. Do damage, one damage to any partner, ne? Und ich mach plus 2 mit jedem Dolch. Okay. Aber ich will nicht, dass. Also kann das passieren, dass du gleich nur noch zuguckst? Da, nee, das ist außen, der Doppelgänger gewonnen. Ach, der gewinnt, wenn du. Ja, wenn ein Party-Member stirbt, dann ist es vorbei. Auch der Bär?
Der Bär gehört zu, der ist neutral, dem ist das egal. Also der Bär darf sterben. Der Bär darf wohl sterben, ey. Aber dann wäre so, können wir die Punkte noch auf drauf haben. Aber wenn der Bär stirbt, hat der Doppelgänger quasi gewonnen. Ja. Also okay. In den meisten Fällen. Aber ich hätte jetzt trotzdem überlegt, ob wir, weil du hast jetzt nur zwei Lebenspunkte. Ja, ich habe immer noch zwei Lebenspunkte, allein wäre jetzt fast tot. So, dann kriegst du noch erstmal einen Schaden. Ich krieg einen Schaden. Und ich glaube noch einen weiteren Erschöpfungsmarker. Ich krieg hier auch einen. Okay, ich bin jetzt erstmal zu Hause. Du bekommst einen Schaden. Ja, weil ich einen Erschöpfungsmarker. Nee, aber den gebe ich dann dafür. Du kriegst nur einen. Genau, ich gebe den einen ab, krieg dafür einen Schaden. Nein, wenn du einen hast, kriegst du noch einen. Ist also nur ein Schaden. Es deckt nicht, du hast einfach immer, du bleibst dauernd erschöpft, weil du immer unterwegs bist. Ich würde jetzt gerne einmal zu Hause bleiben. Geht sogar, weil Stefan muss jetzt ja. Ja. Aber jetzt kriegen wir noch Draw up to two cards. May draw up to five. Two party members may draw up to five item cards. Ja. Also wir beide. Genau, toll. Das limitiert sich bei Ihnen nicht. Gibt es hier eine? Gibt es ein Handlimit? Wieso ziehst du eine? Bei Ihnen nicht dabei. Also Party ist in dem Fall auch wahrscheinlich Party, ne? Ist ja nicht die Two party members. Ja. Achso, das heißt, wir sind nicht Party members. Nee, ihr seid ja in der Taverne, ihr seid ja gar nicht dabei gewesen. Gibt es ein Kartenlimit? Kann man auch so draften, dass ihr uns Karten gebt irgendwie? Das geht ja immer. Geht ja immer eine weiter. Das meine ich, also man muss immer Karten hinlegen. Ja, ja. Man kann nicht machen, dass man einfach welche kriegt. Okay. Natürlich doof jetzt. Ja. Ich dachte, du könntest uns wählen. Nee, dann würde wahrscheinlich stehen All Players on the Quest statt Party. Also, dann müssten wir auch ziehen. Ich denke ja. Ah ja, okay. Also, jetzt entscheiden wir dann, welche zwei ja. bis zu fünf ziehen. Entscheiden wir jetzt besprechen. Du entscheidest es. Wie viele Karten hast du denn? Vier. Achso, ich muss mal ganz kurz was. Und es sind auch vier, die sind okay. Und ich habe nur zwei Karten. Ich habe drei von denen sind. Die können wir alle benutzen, ja? Also ja. Ich habe drei Karten, von denen kann ich eine nicht benutzen, eine wollen wir nicht benutzen und eine bringt nicht wirklich was. Also du würdest gerne eine Karte ziehen. Ja, ich würde furchtbar gerne. Ich würde auch gerne ziehen, weil ich habe auch nur noch zwei. Du hast auch nur zwei. Tja. Ja, ich aber nur drei, dann. Aber eine davon ist etwas, was wir auf gar keinen Fall wollen. Darf ich die abwerfen? Wenn ich zum Beispiel irgendwie sechs hätte, dürft ihr eine abwerfen? Ich glaube, du darfst auch keine mehr ziehen. Oh, das ist aber geil. Okay. Also du hast jetzt wie viele Karten gerade? Ich habe gerade drei, aber davon ist eine Niete, eine bringt nichts. Und erstmal dürfen wir noch. Und eine kann ich an Stefan weiterreichen. Erstmal macht man das, oder? Wahrscheinlich. Lass mal erstmal das fertig machen, ja. Ja. Okay, also, Moment. Was ist das Kartenlimit? Sechs. Sechs. Du hast drei. Das heißt, du kannst drei ziehen und ich könnte. Also ich würde dich zwei ziehen lassen und ich würde drei ziehen, habe ich fünf, hast du fünf. Können wir machen, wie gesagt. Bei mir ist eine, ich oder weiß nicht, wie kann ich loswerden, dieses Gift. Ja, ich habe gesagt, ich würde gerne drei Karten ziehen. Du musst es in eine Quest spielen und das muss abgeworfen werden. Das ist halt bei mir sinnvoll, wenn ich wieder mit meinem Feuerstaub. Ich komme jetzt halt gerade zwei Dinge oder drei Dinge drin. Das ist halt doofes Timing. Aber ja, also ich kann machen, ich wenn ich wieder bin, dann ein bisschen fertig. Gut, das reicht nur, wenn du dabei bist, ne? Ich würde es gerade vorschlagen, also wenn ich als Party wieder. Moment, bei der nächsten Gelegenheit, wenn es Kartenziehen irgendwie gibt, wenn ihr mir zugesteht, dass ich dann auf jeden Fall was kriege, würde ich euch beide ziehen lassen. Weil du bist garantiert dran, du sagst, du hast nur Kack. Und ich gehe erstmal auf jeden Fall nicht mit. Ich habe nur Kack und einen Stab für Stefan. Zwei Runden ist der Stefan. Das kann ich bestätigen. Ein Stab, okay. Ja, machen wir es so. Dann würde ich das so sagen, zieht ihr beide jeweils, also einer zwei und einer drei. Du drei und du zwei, genau. Mhm. Was passiert mit uns? Dann muss man hier einen umdrehen, oder? Ich entscheide noch, ne? Die vorderste bitte. Nein. Aber das sind dann einfach nur Null, da kann nicht irgendwas anderes sein. Okay. Nee, kann auch, aber. Nur das war gut. Haben wir nichts gefunden? Was bekommen wir? Was dürfen wir jetzt machen? Den weglegen? Ja. Einen Neuwürfelmarker nehmen, einmal Schöpfen weglegen oder eine Alpenkarte ziehen. Alles oder? Entweder oder. Ich würde auf jeden Fall, ja. Einen bekomme ich ja jetzt wieder. Dann haben wir die hier an der Brücke, die Schwarzwaldzocker da kaputt gemacht. Jetzt müssen wir den Berserker beruhigen. 12 bis 14. Oh. Das ist aber sehr genauer. 12 bis 14 wird sehr schwer. Holy shit. Naja gut, Bär, ne? Erst Draft Berserker. Jo, dann. Dein Death ist auf dem Weg, Stefan. 3 Damage. Okay. Ich kann jetzt leider nichts geben, was dir was bringt. Ich habe nichts. Den könntest du jetzt gut gebrauchen. Ich finde, das Spiel ist ganz fluffig. Artwork ist ganz schön, ne? Also ich mag die Artwork. Echt cool. Ich möchte solche Spiele dann immer plündern, um sie als Asset zu verwenden. Hier, du findest einen Dolch. Du musst mal auf die Spiele, da gibt es eine ganze Rollenspielhalle. Ich würde gerne nicht mitnehmen. Ja, ich würde die auch nicht mitnehmen. Danke. Das ist gut. Und das schaffen wir das zu zweit? Ich glaube, das schaffen wir zu zweit. Ich würde vielleicht doch gerne mitgehen. Nein. Ich kann Heiltrank spielen. Nein.
Aber ich kann mich richtig hart heilen. Ich nehme Corinna mit. Also wir schaffen zu zweit 7 Schaden. Ja. Der, also warum, du hast keinen Grund, nicht, ja, also als Doppelgänger willst du dich ja nicht selbst umbringen. Nee. Ja. Aber vielleicht willst du dich als Doppelgänger heilen. Ja, natürlich. Wenn ich Doppelgänger wäre, würde ich ja nicht bleiben, weil ich will, dass einer von euch stirbt. Wenn ich nicht mitnehme, kann er einen heilen. Achso, aber den Blatt hält er dann, ja. Er leidet auf jeden Fall einen Schaden, wenn er mitgenommen wird. Ja, genau. Achso, er kann einen heilen auch? Man kann heilen oder erschöpfen? Aber wenn er Doppelgänger stirbt, da habt ihr gewonnen. Ach, dann haben wir gewonnen. Ja. Okay. Aber von Heilen haben wir nichts gesagt. Ne? Du kannst nur den entfernen oder. Okay. Dir ist aber hier ist klar, dass der Heiltrank rauskommen kann. Nee, das ist tatsächlich das Risiko. Vielleicht sollten wir mich doch nicht mitnehmen. Okay. Ich heile erstmal in der nächsten Runde, heile ich dann. Ja, Moment, aber wenn du in der nächsten Runde dran bist. Dann muss ich ja eh mit. Dann kann ich mich eh heilen. Aber du willst ja jetzt das hier wegmachen, ja, genau. Wahrscheinlich. Und hast du immer noch 3 Schaden. Ja, dann spiele ich diesen Punkt Heiltrank und heile mich. Okay. Wenn also, der nicht zufällig rausgeht. Ich habe jetzt gerade so eine schöne Ruhephase. Ich komme auf jeden Fall nicht mit. Passt. Ich komme nicht mit, das heißt, der Marker hier kommt irgendwie. Man sucht sich die Rolle auch immer aus, bevor man die. Zwei hier? Man, also ja. Den Charakter aus, bevor dann man die Rolle zugewiesen hat. Darfst du das machen? Ja, darf ich das machen? Achso, darf ich das sagen, oder? Dass was? Ich das machen darf. Nein. Das ist ihre Fähigkeit, oder? Das ist meine Sonderfähigkeit, genau. Aber also, mach das anstatt, nicht. Dass du jetzt eine Zufall, nee, anstatt dass jetzt eine zufällige. Das Zuteil macht er gleich. Ich ziehe gleich 2 Karten. Das von darf ich hier übergeben, oder? Diese ja, das ist okay. die Fähigkeit, das ist Rogue. Bevor du Party Leader wird. Ja, stimmt. Ich glaube, ich gewinne. Wenn du mit mir im Team bist, ja, wenn nicht. Wenn ich mit dir in einem Team sein kann, dann ja. Ist das, nicht beim, ist das bei mehr Spielern eigentlich, nein. Dann kommt auch mal ein doppelter Karten. Kann ich die anderen beiden Karten haben? Nee. Ich glaube nicht. Du musst jetzt also eine gute abwerfen, habe ich das richtig verstanden? Wahrscheinlich war da eine schlechte, weil sie abwerfen wollte und jetzt ist sie nicht dabei. Nein. Doppelgänger. Oder? Sie ist gerade das perfekte Vorteil. Annika muss sowas hart sein. Ich habe mit sowas mit Annika noch nicht gespielt. Kann ich gerne aber ich erinnere mich immer gerne an das. Das sind ganz sicher die beiden, die wir beide gespielt haben. Okay, wie viel Schaden machst du mit deinem. Lohnt es sich mehr, deine oder meine wegzuschmeißen? Wie viel müssen die beiden überhaupt machen? 6? Also mit gut macht er 2 garantiert. Ja. Ich mach. Hm? Mit 5 waren von Haus aus, müssen 7 machen, 2 mache ich von Haus aus. Dann schmeiß ich lieber meinen weg als deinen und hoffe, dass da noch irgendwas drin ist, was ich. Nee, ich glaube, dass meiner nicht so wichtig ist. 7 Schaden zu. Achso, du machst die auch ohne Zauberstab. Ich mache 2 von Haus. Das ist schwer bei dem Spiel. Ohne Zauberstab? Achso, ohne Zauberstab mache ich es nicht, oder was? Sie macht ja. Du brauchst einen Zauberstab, ansonsten brauchst du einen Dolch. Ich lieber meinen okay. Weg und wenn als du dein. Keinen Dolch bekommst, dann okay. Machst du gar nichts. Du musst ja wieder mischen, oder? Ja. Nee, du guckst dir doch jetzt an, oder? Genau, ich muss mir schon zu gucken, ja. Gucken, dass das oh Mann, da ziehe ich von allen Karten ausgerechnet unsere beiden. Du kannst jetzt was maximal machen? Du musst eine 6 würfeln. Nee, 6 ist auch nicht so. 3 Schaden wahrscheinlich machst du nur. Sword kann ich nicht nutzen. Heißt, du kannst damit gar nichts machen. Genau. Doch, du kannst immer machen. Na, nein. Nee, den Dagger. Dagger kannst du immer machen. Dagger kannst du immer machen. Doppelgänger. Ich glaube, okay. Das wäre ein recht. Das, Nein. Du musst aber zugeben, dass das verdächtig wirkt. Was ist verdächtig? Dass du das jetzt verwechselt hast. Mit Dolch. Habe ich nicht verwechselt mit Dolch. Ich habe das Poison weggeworfen und das andere, was wird dir geben halt. Achso, es gab keine andere Möglichkeit, weil du gerade gesagt hattest, das kannst du doch verwenden oder? Ach nee. Das ist die einzige Möglichkeit, war gut. Nein. Mach 7 Schaden. Aber jetzt muss ich 7 Schaden machen, ja. Oder was? Ja. Moment. Ich muss 7 Schaden machen? Ja. Nee, sie kann doch. Ach, sie hat dir gar nichts. Das habe ich gemeint. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Ich dachte, sie kann so mal würfeln mit Dagger. Ich konnte nicht an, dass die ich glaube, in dem Spiel ist doch irgendwas schon ziemlich geil. Also durch meine Fähigkeit haben wir ja schon eine bessere Chance, irgendeine Karte loszuwerden. Aber Wahrscheinlichkeiten aber bleiben natürlich bei 50-50 kann man auch halt... Gibt es überhaupt was, wo ich mit Neuwürfeln es 7 schaffen kann? Geht gar nicht. Aber was ist mit deinen Reroll-Token? Ach ja, dann kriegst du einen Reroll-Token. Ah, nee, das bringt ja auch nichts. Bringt auch nichts. Also ich kann es nicht schaffen. Du musst automatisch 2 Schaden. Ja, ja. Du kannst dir immer noch jemand anders treffen? Nee, ja, du musst 3 Schaden machen. Wenn du 6 würfelst, machst du 2. Ja, eben. Dann würfel mal. Mal gucken, was passiert. Wir sind nur 3. Ich würfel jetzt einfach. 3. Gain 1 Reroll Token. Das ja, also machst du 2 Schaden. Nicht. Kann ich den jetzt vermessen? Oh, nee. Wieso machst also du? Also, automatisch 2 Schaden. Aber den bekommst du ja jetzt nicht. Du kannst ihn auch gleich wieder ausgeben. Aber wozu? Naja, aber na, bringt ja nichts, oder? Wenn ich einen 5er oder 6er mache, mache ich 2 Schaden. Das ist Reroll, nicht dann mache ich 4, mache ich 9, bringt auch nichts. Das ist Neuwürfeln. Das ist Neuwürfeln, nicht zusätzlich würfeln. Ja, aber vielleicht hätte ich halt
hier 2 Schaden gemacht bei 5 und 6. Also ich würde jetzt einfach mal sagen... Hätte ich 4 insgesamt gemacht, aber es macht ja nichts. Sind 9, also nicht geschafft. Mit der gesamten Information meines Brettspielwissens, das Token, das man erst dadurch bekommt, kann man nicht verwenden, um den eigenen, um den Würfel mit dem Spiel ab. Ja. Er könnte den jetzt neu würfeln. Ja. Aber dann... Dann zählt das neue Ergebnis. Also sprich, ohne das... Das heißt, achso, nee, tatsächlich dürfte das eigentlich nicht gehen. Ja, das zählt nicht mehr. Ja. Aber ist egal, du kommst sowieso nicht drauf, also scheiß drauf. Nee, ich glaube auch, du kannst es nicht, weil du hattest ihn noch nicht, als du es geworfen hast. Okay. So, die Party nimmt 3 Schaden. Ich hätte es schaffen können, wenn ich 4 Sechsen und dann eine 3 gewürfelt hätte. Das ist nicht so unwahrscheinlich bei dir. Also gebe ich dir einen Schaden. Toll, wir hätten 5. Gut, dass ich nicht meine. Wir hätten 5 alte Würfel. Gut, ich muss es jetzt dir geben, oder? Ja, das ist auf jeden Fall. Wir können auch den Bären das geben. Ich weiß nur, wie es dann ist mit dem, wer den Schaden weiter. Wahrscheinlich ich. Ja. Du kannst dann auch ihm reingeben, ja. Ja, wir machen es einfach so rum und gut ist. Ich steige nicht ganz durch, aber wenn es euch allen gefällt, super. Ist okay bisher. Ja, ist es okay. Ich habe mich nur gerade mega geärgert, dass ich die beiden Karten gezogen habe. Tatsächlich, wenn dem so ist. Tatsächlich ist, wird der automatische Schaden bei dir nicht zum Friendly Fire addiert, wenn du hier eine 1 würfelst oder so. Der steht ja auch auf der Seite von Gott. Steht auch nicht drauf, ne? Ja, genau. Steht auf der Gutseite. So, jetzt bekommen wir beide Exhausted, oder? Ihr dürft was machen, weil ihr... Ich werfe den Exhausted-Marker ab. Und wir müssen einen bösen Marker umdrehen. Genau. Weil du das aussuchen, welcher aufgedreht wird, das hast du mit Absicht gemacht. Jetzt freust du dich, ne? Ja. Genau gewusst hat er. Genau gesehen. Wann ist das? Also die Bösen gewinnen mit 2 böse Marker und die Guten mit 3 gute Marker? Ne, 3-3. 3-3, okay. Ja. Gut, dann... Ich habe so das Gefühl, es ist ein Spiel, bei dem der Doppelgänger einfach nur am Leben bleiben muss. Ja. Mhm. Mal gucken, wir konnten ihn jetzt mal ziemlich hart killen einfach. Wir können die Feier sofort auf den Doppelgänger. Ja, wir hatten schon eine starke Tendenz, so wie jetzt eigentlich auch. Ja, ich oder was? Ja. Das gibt's doch nicht. Oh, der Slay the Red Dragon, da müssen wir schaffen wir alle hin, weil wir 16, wir müssen 11 Schaden machen. Entschuldigung. Wir haben 4 Schaden, wir bekommen 2 Reroll Token, jeder kriegt einfach 1 Schaden. Aber wen? Wenn wir ihn tot kriegen, gehen wir alle hin, ist dann natürlich alle 4 Schaden rein. Mindestens 16, ja? Ja. Gehen wir hin? Ja, wir gehen. Erstmal, bevor ich sage, wer mitgeht, draften wir Karten. Ich hab. Ja. Wenn ich dir das nicht gebe, würde mich jeder für den Doppelgänger halten. Ja. Aber außer, haha, du hast die Chance verpasst. Aber gut, wenn du jetzt gesagt hättest, ich hätte dir das nicht gegeben, hätte ich behauptet, du bist es. Ich hätte auch die Möglichkeit, dass wir ihn so töten. Wenn wir okay, klingt schon verhalten. Ja. Wenn wir ihn so töten, du meinst ohne große Würfel? Ja, hart. Ja, aber dafür müssten wir ein böses Token aufdecken, das ist ein Zaubertrank. Aber dann wären wir weggeworfen. Kannst du ja auch. Also du willst auf Risiko spielen. Nee, will ich nicht. Kannst du was machen eigentlich generell sogar mit dem, was du ja spielen würdest? Was? Kämpfen? Ach, der Hase bleibt immer bei dir. Dann. Du hast mir ja einen gegeben oder einer dich selber. Das ist gar keine Hase, meinst du? Brauch ich eigentlich nichts. Hasen sind immer die brutalsten. Du hast den magischen Bogen, den würde ich mich noch lieber nehmen. Gut, dann ziehen wir die Karten auf die Hand. Oh, die du mir gegeben hast, würde ich direkt... Stefan macht sich auf wieder Freunde. Du darfst mein Freund sein. Gut, ich nehme euch alle mit auf die Party, auf die Quest. Wir müssen hier den Dragon Slay. Also wenn ihr gewinnen wollt, sollten alle Dolche spielen. Weil ich kann Dolche hart pushen. Okay, hart pushen klingt gut. Alle kommen mit, ne? Alle kommen mit, ja. Also ich spiele jetzt nicht den bösen Zaubertrank, ne? Mit dem wir ganz sicher gewinnen, aber da hinten trotzdem ein böses Token aufdecken müssen. Nee. Okay. Wie hart konnte man nochmal pushen? Plus 2 oder so? Ich muss trotzdem ein bisschen. Ja, gestern wäre die Gelegenheit gewesen, Marcel. Ja, gestern wäre Chance gewesen. Was? Das ist ein Exit spielen. Ja, gestern und das war echt, das war super gut. Das war mega war gut. Hammer. Das war wirklich, also Exit, da kommt das Grauen, das kann ich jedem empfehlen. Ja. Das ist richtig geil. Hallo Gurke. Gurke ist wieder da, guckt wieder zu und ist am Start. Kennen wir Gurke? Ich kenne Gurke nicht. Okay, ich auch nicht, glaube ich. Ich kenne Gurke auch nicht. Ich erinnere mich nur gut an ihn, weil nämlich Stefan gestern, vorgestern meinte, ich spiele jetzt nicht noch ein Gurkenspiel. Und dann sagt die Gurke plötzlich, hi. Doch, ich habe Gurke gestern gesehen, als wir Rewe waren. Das ist jetzt richtig geil, ne? Also mir muss Gurke. Lack, 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 ich muss auf jeden Fall dann einen Dolch ziehen. Ganz viele, oder? Weil wenn ich dann den Dolch habe, plus die plus 2 Schaden. Ha, hast du einen Dolch reingespielt? Plus 2. Und ich habe gesagt, ihr müsst Dolche spielen, weil ich habe den Dolch-Boost. Okay. Also ich habe keinen Dolch gespielt. Ich habe das aber extra gesagt. Du hast auf jeden Fall darauf reagiert, du hast wahrscheinlich einen Dolch reingesetzt. Also ich habe gar keinen Dolch. Du musst doch vorher fragen. Aber er hat doch, ja, ich habe doch. Und Ben hat gesagt, auf jeden Fall, cool, geil. Und ich habe auch gedacht, ihr habt das auch gehört. Ich habe keinen Dolch gespielt.
Ich hätte alleine. Karl, du musst doch fragen, ich hätte mit dem Dolch mindestens 6 Schaden machen. Ja, du kannst doch nicht sagen, ich bin ein Dolch. Du musst doch fragen, hat jemand einen Dolch? Aber es gab eine Reaktion darauf. Okay. Und ich habe das. Ich, ja, gut. Wir gucken mal. Möchte jemand die 2 Karten ziehen, nachdem ich eben so, die ich angucke? Nachdem ich eben so schlecht gezogen habe? Danke. Wenn da dieses komische Ding von Thaler dabei ist, vielleicht sind ja welche. Ja, aber es kann auch ein Deutsch von da dazu gekommen sein. Auch. Hier. Ja, ja, genau. Da kann ein Deutsch dazu gekommen sein. Zwei Poison nennen es furchtbar. Aber das kann nur durch Glück passieren. Der Böse spielt eins und eins könnt hier. Das ist das Einzige, was zwei Poison reinkommen. Ich habe eine Rose für dich. Dankeschön. Das kann ich auch mal aufdecken. Ja. Genau. Oh, geil. Ich habe eine Rose für dich. Danke. Ich habe eine Rose für mich. Ah. Kalkik, was auch immer ja, er gesehen hat. Und ich habe eine Rose für dich. Ah ja, immerhin. Oh. Ja, also. Sieht ja gar nicht mal schlecht aus. Nö, sieht ganz gut aus. Das muss nur hier vorgelegt werden. Noch 11 Schaden. 11? Ja. Hier sind nur 3 Würfel drin. Ich brauche noch einen weißen. Also wir müssen im Schnitt ein bisschen über 3 Schaden. Also ich mach 5. Du machst 5? Wenn ich eine 6 würfel. Wenn ich eine 6 würfel, dann mache ich... Klötze drauflegen. Wer fängt an? Fängst du an? Nee, hast du, aber hattest du vielleicht auch ein Dolch? Nee, da war kein Dolch dabei. Ja? Da war kein Dolch dabei. Also für mich ist ein Dolch tatsächlich besser als ein Bogen. Nur so für die Zukunft. Was hast du denn weggelegt? 11. Ich habe gar nichts weggelegt. Doch. Achso, ein Dolch, glaube ich. Ja, ein Dolch. Okay. Dolch wäre für mich besser gewesen. Eben. Warum? Wegen den plus 2. Das hat vorhin extra noch gesagt. Ich habe ja noch gesagt, gib mir ein Dolch, gib mir ein Dolch. Ich will ein Dolch. War vielleicht doch kein Dolch. War vielleicht doch ein Dolch. Ja, ist aber ein Schadenunterschied halt wahrscheinlich. Okay. Und wenn jetzt die Leute, die gerade falsch rumgelegen hat. Das ist schon mal ein guter 3 Schaden von mir. 3, okay. Plus? Nichts. Nichts. Also das ist kein Magic Bone. Ja, sorry. Das habe ich dir Magic Set runtergenommen. Ja. Und dafür habe ich diese unfassbar sinnlose Karte weggeschmissen, wo drauf stand, alle Dolche machen 2 Schaden mehr. Was bei 0 Dolchen eine Kackkarte ist. Hast du gerade gesehen, was ich gemacht habe? Ich hätte dir keinen Unterschied gehabt. Okay, gut, dass ich keinen Dolch habe. Sonst hätte ich jetzt 3 Schaden an jemandem gemacht. Das wird tatsächlich nicht drauf addiert, das habe ich gerade mal nachgelesen. Das wird nicht drauf addiert. Dann sorry, hast du, Doppelgänger. Dann hast du 2 weniger. Okay. Wenn das nicht drauf addiert wird. Hey, was machst du denn jetzt? Also das, wenn das nicht drauf addiert wird auf das, dann hat er nur 1 Schaden an und nicht 3. Do one damage to any party member. Ach so, deswegen ist jetzt von vorher. Ach, von vorher. Okay, gut. Okay. Dann hast du die meisten Lebenspunkte, würde ich aber sagen, du nimmst den zweiten, bevor einer von den beiden den zweiten hat. Kannst du selber auch nehmen? Ja. Ja, aber ich nehme mich nicht selber. Ja, jetzt haben wir alle Doppelgänger kann es vielleicht nehmen. Ein Doppelgänger nimmt sich selber, genau. Um von sich abzulenken. Um von sich abzulenken. Guter Move. Sehr guter Move. Aha, hast 3 gezogen, ne? Nein. So, ich mache 1 Schaden mehr. Mhm, ja, 2 von Haus aus. Durch den guten Magic Stuff. Und ich kann auch rerollen. Mhm. Karl hat jetzt das zweite Mal einen schwarzen Würfel geworfen in Folge, ne? Mhm. Nee, ich hatte zwischendurch einen weißen. Reroll mal. Do one damage to any party member. Oh. Ach, krieg ich wieder einen. Aber du machst 2 Schaden, ne? Ich mache 1, 2, 3, 4, 5. Geil. Das kann man einfach aus der Hand spielen? Du darfst das ja. Das heißt, ich muss jetzt noch 3 Schaden machen. Weil ich nämlich gerade dachte, so einen habe ich auch gehabt. Aber 3 Schaden ist doch jetzt für dich nicht so schwierig, oder? Das kommt drauf an, mit welchen Würfeln. Schwarz ist unmöglich. Schwarz ist unmöglich. Ja. Du hast einen Reroll-Token. Ja, das ist egal bei Schwarz. Und. Er hat weiß. Papa macht das. Okay. Schön, das heißt, er ist tot hier. Wir heilen 4 Schaden, das heißt, wir heilen einfach jeder einen, würde ich sagen. The party ist also jeder eine. Sure. Genau, jeder einen. Dann kriegen alle eine Schöpfungsmarke, die noch keinen haben. Alle, die eine Schöpfungsmarke haben, kriegen einen Schaden. Und wir können 2 Reroll-Tokens bekommen. Nein, nein, nein. Vielleicht nicht. So, dann entscheide ich mich für. Diesen tollen Marker. Ja! Yeah. Also yes. Eine, oder? Ja, noch eine. Okay. Ja. Schön. Tja, so, wer hat jetzt die Hosen voll? Doof gerade, oder? Ja. Also, ich habe bisher meistens noch dabei gezeigt. Alle meine strategischen. Du bist noch immer so subtil reinschleichen. Aber jetzt haben auch alle Erschöpfungsmarker. Geil.
Sogar der Bär. Und unser freundliches Monster von nebenan ist in dieser Runde. Genau 6 oder wie? Ich glaube, den kämpfe ich alleine. Thing is fast, can only be hit by magic weapons, elixirs, daggers and fireballs. Also ich bin da nicht so sinnvoll, ich bleib gerne zu Hause. Ja, aber Daggers sind doch voll viele Karten. Ben, hast du einen Dagger oder so, den du mir geben kannst beim Draften? Vielleicht. Ich sehe das ja gar nicht, das ist invisible. Erstmal draften wir alle. Ja, wo ist es denn? Ich sehe es gar nicht abgebildet. Finde ich lustig. Ist schon weggelaufen. Ist es echt weg? Ja, ist ja nichts. Ja. Ist ja gar nicht da. Ja, ist ja gar nicht da. Witzig. Das ist Humor. Ja. Ach, diese Whiskers. All Party Member. Ja. Das sollte eigentlich ziemlich einfach sein. 6. Ja, auf jeden Fall. Wir machen ja schon 5. Und kann getroffen werden bei fast allen Karten. Ja, ja, also. Ich würde gerne zu Hause bleiben. Warum denn? Wir wollen einen Schaden. Und wo muss hier mal. Achso, der macht. Nein, der macht keine 5. Weil der macht ja nur von. Der macht immer 5 Schaden. Nein. Macht er nicht. Ich glaube schon. Nein. Meinst du? Nein. Der ist halt einfach eine Figur, die 5 Schaden macht, aber nicht, wenn er nur von bestimmten. Also der ist ja keine Schadensart, die er macht. Achso. Das war einmal. Was sind denn Fireboards? Ich vermute sowas hier. Haben alle eine Karte gelegt, ja, ne? Ja, ich habe noch keine bekommen. Wir legen ja erst Karten, wenn wir wissen, ob wir mitkommen. Ich habe dir gerade eine zum Draften gegeben. Du musst. Achso, du meinst wegen weitergeben? Ja. Ja. Da soll ich die weiter draften, die. Genau, also den Wunschring kannst du jetzt dem Stefan nicht geben. Achso, dann geben wir den mal zurück. Den habe ich dir gerade gegeben. Das ist krass. Gut, dass wir jetzt so wissen, was wir so haben. Genau. Also, ich werde die Frage, wenn Bärbel nämlich von Schaden macht, dann brauchen wir noch einen Schaden. Dann würde ich alleine hingehen. Also ich weiß nicht, ob das an dem NPC dann liegt, aber so ein paar Sachen sind witzlos mit dem NPC. Nicht. Ja, ich würde mal sagen, wir spielen aber dann ohne Witz schon, ohne müssen wir uns anschauen. Weil sie sagen ja extra hier, can only be hit by magic weapons, elixir, daggers and fire. Achso, der Bär ist raus, ja. Der macht nochmal rein. Okay, also hat irgendwer von euch irgendwas, wo er mir helfen kann? Ich habe jetzt einen Dagger gerade bekommen. Was kann er? Moment, can only be hit by magic weapons? Der hat jetzt aber nicht genau 6, ne? Wenn wir über 6 haben. Über 6 ist auch okay. Ja. Wenn du mich jetzt mitnimmst, gibt es den Wunschring. Das ist vielleicht ein bisschen schlecht. Dagger ist okay. Also ich kann gut und ich kann auf jeden Fall mit und hab Pech. Ich bin ein Baba. Das heißt, du hast eine Axt? Quasi, ja. Ich könnte, ja, doch, ich könnte helfen. Okay, also du hast auch einen Dagger oder sowas, wo du helfen kannst? Ich habe ein Elixier. Okay, ja. Also dann nehme ich dich auf jeden Fall mit. Habe gar nicht mit. Gehst du jetzt zum Kiosk gehen und Cola holen? Nein. Das nicht unterwegs gemacht, was ihr gesagt habt. Ja, weiß ich auch nicht. Vergessen. Okay. Auf jeden Fall, als wir hier saßen. Nein. Marcel kommt her? Ja, und bringt uns Cola mit. Ja, ja, Marcel. Achso. Auf dem Weg vom Krankenhaus dann. Oh, schreib doch gar nicht mehr. Warst du eigentlich heute? Schon. Arzt, Mittwoch. Wolltest du? Hast du ja, aber Krankenhaus brauche ich jetzt auch nicht. Das ist ja voll alles gut. Je weniger ich dann rumdrücke, umso besser geht's. Ja. Wir spielen demnächst dann das Affenspiel. Ja. So, okay, also Stefan kommt mit. Stefan, schaffen wir 6 Schaden? Ihr beiden? Also 6 Schaden wird er wohl locker machen. Dann nehmen wir Ben noch mit. Also ich habe neue Würfelmacher. Ich bin natürlich. Das Spiel ist und wenn wir es schaffen. Nee, schaffen wir. Wie viele Artefakte sind das mit dir? 4? Also wie viele sind das insgesamt denn? Weil, also wenn 3 brauchen wir. 7 3 da. Halt und 7 3 da. Ja. Das heißt, die Chance ist jetzt 1 zu 3. Ja. Also wir sollten die Chance nutzen, wenn sie da sind. Und das ist jetzt super easy und fast ein garantierter Kill. Ja. Also wenn wir zu dritt gehen, das Problem ist halt, wenn einer von uns schwarze Würfel zieht, dann verlieren wir das, weil keiner von uns kann 6 Schaden machen. Aber selbst ein schwarzer Würfel ist ja fast, ist ja auf mehr Zahlen Schaden machen als nicht. Oder zumindest keinen Schaden an Leuten machen. Wie viel machst du? Es muss schon gut laufen. Eben, wollte ich gerade sagen. Also ich mache höchstens 3. Ich habe noch nicht ganz kapiert, wann diese Zusatzwürfel. Ja, ich mache auch höchstens 3. Wenn es irgendwie eine Karte oder Würfel machen erlaubt. Also wahrscheinlich noch eine Möglichkeit, dass ich 3 Würfel, also dass ich 3 Schaden mache, ist auch nicht so doll und cool. Also bei mir ist die Chance 75%, dass ich 4 Schaden mache. Bei mir ist die Chance 0,3 mal 0. Also ich bin. Du kannst nicht mehr als 4 Schaden machen. Mal ein Drittel. Ja. Nee, ich mach 4 Schaden sind nicht schlecht, oder? Ich bin bei 2/9. Also. Tatsächlich wäre Kabel eigentlich viel besser, oder? Nein, das schaffen wir so. Weil du hast schon Schaden. Ja, aber ich hab ihm was gegeben, womit er plus 2 Schaden machen kann, wenn er das abwirft. Das heißt, er kann auch nicht. Nein, warte, Mist, ich hab nur einen Dolch, ich hab gar keinen Bogen. Ich kann gar keine 3 Schaden machen. Ich hab nur einen Dolch. Ich schaff's auch so. Du schaffst das? Ja. Er kann 6 Schaden machen. Okay. Ja gut, dann machen wir das. Du versuchst es trotzdem.
Versuchen, was? Genau, aber du versuchst es trotzdem. Und vor allem mit der Fähigkeit kann er immer verhindern. Vielleicht ziehst du ja einen schwarzen Würfel. Dass, falls er jetzt einen Magiestab dahin zieht, kann er immer verhindern, dass der rausfliegt. Ja. Also du machst deine. Also es sei denn, du würfelst, du würfelst komplett Grütze. Aber. Ja, aber ich kann rebowen. Ja, also genau. Du müsstest schon zweimal komplett Grütze würfeln. Oder einen schwarzen Würfel ziehen. Das ist schon auch sein. Nein, das wird ja bei Ding nicht gemacht, oder? Okay, ziehen wir zwei Karten. Klar, du ziehst einen Würfel. Bei dem Elixier? Also, Das ist doch kein Würfel. Keine Ahnung, was macht denn das Elixier? Elixier kommt drauf an, was für eins. Dann mal würfeln einfach. Schön, Kartenglück, dankeschön. Also, du hast einen normalen Staff reingeschmissen, kein Magic Staff, oder? Ich habe ein Elixier reingelegt. Ein Elixier? Ach so, dann schmeiß ich den Staff weg, dann willst du ja das Elixier haben, oder? Ja. Weil nämlich der Zufall hat mir einen Bogen geschenkt, dann würde ich den gerne behalten. Okay. Nee, ich kann nur mit dem Dagger angreifen, ne? Mhm. Nee, du kannst. Ja, aber, du kannst nicht aber das macht ja nichts, weil ich habe mir nicht, Dagger geht nur, ja. Dann krieg ich den Dagger, du kriegst das Elixier. Genau. Was kann das Elixier? Naja, ich würfel, wenn ich eine Gerade habe, mache ich 4 Schaden. Ah. Und heilst und heil ein Leben. Das war gerade richtig ungerade. Lachen. Wir haben einen Staff und einen Bogen gekriegt, ja. Und Dagger geht ja auch, richtig, ja. Genau. Ja, aber das ist ja, du kannst zweimal würfeln und gerade zu würfeln. Richtig. Das würde mich schon wundern. Okay, dann darfst du auch anfangen. Muss ich anfangen oder fängst du an? Nee, du musst, weil ich bin Start, also ich bin Chef. Schade. Ach, das fängt immer nicht der Chef an. Das fängt immer der Spieler links vom Chef an. Ja. Ja. Ich finde das Spiel voll knusig. Mhm. Tja. Ja, jetzt brennt aber das ist ja vollkommen egal an der Stelle. Ist es egal, oder? Ist doch bei dem Elixier, ja. Ist es doch bei Elixier egal. Ja. Okay. Kannst du mal ganz kurz sehen, dass du mich gar nicht durchgelesen. Das ist nur die Zahl wichtig. Ja. Hallo Carola. Hallo Carola. Hallo Gunko. Das Ding habe ich vorhin gefragt, dass es egal ist. Ja. Ja, du kannst auch einmal das aus gerade würfeln, muss ich jetzt. Das ist nicht gerade. Ich mache nochmal 9. Jetzt wird es tatsächlich ein bisschen spannend. Das ist gerade. Ich mache 4 Schaden. Spiel das dazu. 6 Schaden. Nice. Guter Move. Das stimmt. Ja. Du musst jetzt wäre auch noch geiler machen. Gewesen, wenn ich zuerst dran gewesen wäre, weil dann hättest du vielleicht die Karte nicht ablegen müssen. Das ist korrekt. Ja, deswegen habe ich ja gefragt, wenn du zuerst dran wärst, wüsste ich es aber so. Jetzt habe ich keine Karten mehr. Aber wir kriegen den positiven Effekt. All Party Members may discard any poison card from their home. Weil ich glaube, es kann ja passieren, ich kann nicht entscheiden, nicht genau, zu machen. Genau, sie kann auch Schaden machen. Es kann theoretisch passieren, dass ich dich treffe oder mich. Ja. Oder Bärbel. Any Party Members könnte auch uns beide betreffen. Wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Wir sind auch Party Members. Das glaube ich, für alle. Ist egal. Nee, ist nicht egal. Okay. Es kann jetzt passieren, dass ich oder mich oder Bärbel treffe. Oder, nee, wir beide sind auch Party Members. Wir sind alle Party Members, oder? Nee. Null Damage, yes. Ja, Party ist tatsächlich, glaube ich, nur die Weisen. Weil die können uns ja keinen Schaden machen, wie wir die Taverne hocken. Ja, checken Party-Member. Ja. Ja. Weiß ja nicht, was du in der Taverne treibst. So, jetzt dürfen alle Party-Member alle Poison-Cards ablegen. Wir kriegen beide einen Schaden. Ja. Poison, ich habe ich möchte gerne einen Reroll-Token, ich habe keinen Poison. Du bist nämlich dabei. All Party-Member? Ja, du bist kein Party. Vorhin hat nur das. Ja, das war aber falsch. Da hast du ich Poison glaube, ich auf würde der Hand. Lieber Poison ablegen, ehrlich du musst gesagt. Aber zeigen, ja? Okay. Soll ich? Soll ich mal lesen? Ach, ich hatte ja vorhin schon ein Gift. So, ist gut. Dann dürfen wir eins umdecken. Was hättest du denn gerne? Was in der Mitte, was wir da noch den nicht haben? Also, wir bräuchten aber irgendwie mal dringend neue Gegenstände. Was ist das? Die Party. Jetzt heilt 2 Schaden oder muss 3 Schaden nehmen? Ich habe dir was aufgezählt. Ping-Pong. Was okay. Wie? Ja, wir heilen jetzt 2 Schaden. Jeder von uns. Nein, die Party insgesamt. Das heißt, du kannst einen, ich kann einen heilen. Ich habe gerade keinen Schaden. Ja. Gut. Also, wir sind der erste entscheiden werden, der darf entscheiden werden. Das ist in dem Fall ja egal, aber läuft auch wieder ein Ping-Pong-Prinzip. So, wir beide machen wahrscheinlich wieder unsere Erschöpfungsdinger weg. Ich überlege gerade, ob ich einfach Neuwürfe nehme, weil mir geht es eigentlich noch gut, ne? Du hast ja noch einen Neuwürfel. Ja, die Chance, dass wir jetzt gewinnen, ist ja höher, wenn wir einfach häufiger Neuwürfeln. Läuft ja ganz gut gerade. Ja. Ich nehme mal noch so ein Ding. Okay. Wieder nur. Can't only be damaged by Don't bow and dagger. Can only be damaged by. Ja, aber Dagger. Wieder nur 6. Ja. Also wenn man keine Karten hat, vor dem Draft zieht man 3 und draftet dann eine. Ich ziehe 3 jetzt. Ja. Ja, cool, okay. Dann ist ja echt nicht so wichtig. Dann bin ich mit einer Karte schlechter aufgestellt. Wenn man keine hat, dann.
Aber sonst muss man die nehmen, die man da hat. Wenn wir alle das Gift aufbewahrt haben. Ja, Moment, er sucht sich jetzt aber nur einen davon aus und die anderen beiden gehen auf den Ablagestand. Nein, nein, die drei sind jetzt seine Handkarten. Okay. Okay, ich muss dringend meine letzte Karte los. Ja. Can only be damaged by dagger und, oder? Wir müssen auch eine weitergeben, oder? Ja. Das heißt, ich habe jetzt einfach gleich die, die mir Corinna gibt. Die ist richtig geil. Super. Damit gewinnen wir die. Aber dann hat er doch auch eine. Nein, die ist richtig schlecht. Ich will die Karte. Aber muss ja eine weitergeben. Ich will die Karte nicht jetzt geben. Du musst ja. Das ist die, wenn man die spielt, wird automatisch ein Darkness-Token geflippt. Die ist super zum Gewinnen, dafür kriegt man 10 Schaden. Aber die ist super in der letzten Runde. Wenn wir nämlich zwei Artefakte von uns haben und nur eins auf der bösen Leiste, können wir ja ruhig auf der bösen eins machen, wenn wir dafür sicher gewinnen. Ja. Ich werde sie aber jetzt. Was, ich bin jetzt Partnerleader, ne? Ja. Das ist die Karte, die ich spielen muss. Ich wusste nicht, dass ich dir die geben muss. Ich habe jetzt gerade falsch gedacht, blöderweise. Ich gebe mal dir. Und ich habe das bekommen, ja? Darf ich? Ah, verdammt. Warte, wieso gibst du mir das? Das kann ich nicht brauchen und du brauchst es. Ich muss dir irgendwas geben. Okay. Zu spät. Oh, schön. Ja, welche hätte es gehabt? Achso, ja, kannst du ja kriegen, wenn du mich mitnimmst, ist deins. Ich bin ja nicht dabei, kann. Der Karl entscheidet. Hm? Ja. Warum gibst du mir nicht irgendwas, was ich brauchen kann? Weil du davon nichts gebrauchen kannst. Hm. Also wir brauchen nicht so viel. Ihr habt alle Erschöpfungstoken. Ich nehme dich mit. Und nur dich. Weil ich muss eine Karte spielen, mit der es eh geschafft wird. Karl, ich maximal einen. Ich habe aber nichts Passendes. Nimm, das ist aber egal. Alleine, Karl. Nimm Ben mit, weil der Ben hat drei. Aber Karl schafft es sowieso. Er hat eine Karte auf der Hand, die macht 10 Schaden. Und Karl kann nicht verhindern, die zu spielen. Doch, kann er, wenn er gut zieht. Ja, klar. Die kann auch zufällig rauskommen. Ja, die kann auch zufällig weggehen. Rauskommen. Ja. Also. Na ja. Ich kann auch alleine gehen, stirb. Nee, also allein ist doof. Ich kann. Das fast im Alleingang schaffen. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, dass Ben der Gute ist. Ich glaube, dass Karl der Böse ist. Wahrscheinlich. Einer von euch beiden. Also ich sage, ich will nicht mitgehen. Er zwingt mich mitzugehen, obwohl du eigentlich mitgehen also willst. Nee, du hast gesagt, du willst nicht. Also ich ja, kann genau. Sicher viel Karten. Er sagt, ich sollte jemanden aber mitnehmen. Aber Ben, du kannst keine Schwerter ihm, nutzen. Ich habe ihm Dagger gegeben. Natürlich kein Schwert, warum nicht? Weil das hier steht, da kann nur von Bow ja. Und Dagger. Achso, da kann er erzählen. Aber ist egal. Ich, ich kann, fast sicher viel Schaden machen. Ja. Ich habe ihm Decker gegeben. Aber du kriegst natürlich auch auf jeden Fall einen Schaden. Kann mir nichts geben, was gut für mich. Ich habe ihm einen Decker gerade gegeben. Achso, eben gerade, okay. Ja. Deswegen habe ich gesagt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte lieber selber aufgehoben, wäre selber mitgegangen. Ja. Du machst fast sicher garantiert viel Schaden. Mit meinen weißen Token mache ich fast sicher viel Schaden. Stimmt, das höhere Token. Das ist auch klar, dass du ihn mitnimmst. Und mich nicht. Du könntest. Ja, du machst dann. Du kannst dich jetzt gern outen, aber das bringt dir halt auch nicht viel. Du kannst aufdecken, aufs Lohnschiff gehen. Ja, genau. Und wenn er der Doppelgänger ist, dann kann man jetzt ja viel erzählen. Er ist nicht der Doppelgänger. Ich bin nicht der Doppelgänger. Warum weißt du das so sicher? Ja, weil du der Doppelgänger hast. Achso, okay. Gut, ich nehme Ben mit. Aha. Wenn er nicht der Doppelgänger ist. Er ist nicht der Doppelgänger. Dann legt man das Token bei dir drauf. Du bist immer friedlicher Händler. Ja. Ich weiß ja, was er hat. Ich weiß, was ein Decker hat. Ach, und wo kommt das plus 2 Schaden bei ihm her? Base plus 2 Schaden. Dieses mindestens 4 Schaden. Ach, das kommt, wenn du ein Schwert dann spielst. Ja. Du könntest mich auch mitnehmen, ich bring's von links, aber ich könnte die Karten scouten. Wir müssen es nicht übertreiben mit den Erschöpfungstoken. Wir brauchen nur 6 Schaden. Ich habe eine riesige Auswahl. 2 kommen dazu, ne? Mhm. Und jetzt kommt eine zufällig raus. Unbesehen. Wie ist meine? So, jetzt ist eine. Toll. So viel zu unbesehen. Das war mein Gift! Hallo Kushi. Haben wir das dazu gezogen oder hast du das reingelegt? Das habe wahrscheinlich nicht reingelegt. Die Elixiere sind immer unterschiedlich oder? Weiß nicht. Meins ist auf jeden Fall gut für mich. Und für uns. Also hast du ein Elixier reingelegt und nicht ein Schwert. Stefan, ja. Kannst du mir nochmal Wasser geben? Ja, Wasser wäre super. Nehme ich tatsächlich auch aus, das weiß ich mal. Oh nee, nehme ich nicht, ich habe noch Wolbig. Was mache ich da? Weiß nicht, das sieht komisch aus. Ich kann das nicht machen. Stretching. So, Timo war lieber angeln, als er gespielt hat. Realm of Sand. Und war das gut? Ich habe gehört, das soll ein bisschen sehr AP-prone sein. So. Was hast du mir gegeben? Ich habe das Gift, das noch dazu gekommen ist, rausgetan. Gut. Aber ich musste den spielen. Was ist das? Fireball Potion. Das ist gut. Das heißt, wir haben automatisch gewonnen, aber wir ziehen uns zuerst ein Darkness-Token um. Welchen?
Ist mir egal. Den? Ja. Ah, okay. Nicht sehr gut. Sehr. Und dann kannst du, bevor wir irgendwas weitermachen, dreh einfach eins von den anderen Dingern um. Welches? Ja, eins von den beiden, die noch nicht umgedreht sind. Ja, Dankeschön. Rechts, links? Links. Und? Yay! Yeah! Yeah! Ja, 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 eben. Aber ich weiß nicht, was soll ich da groß machen? Du kannst nichts machen. Ich kann eigentlich nicht so viel machen. Ich kann nur darauf hoffen, dass irgendwie das Spiel nicht so gibt. Nicht viel sogar. Ja, da war kein Gift dabei. Achso, okay. Da war kein Gift dabei. Also, ich kann auch, er konnte nichts machen, weil es ja ziemlich klar ist, und er konnte eigentlich nichts machen. Du kannst eigentlich ein bisschen darauf hoffen, dass es in eine Richtung geht. Ich habe den 16 Dings, den er versucht zu sabotieren, aber auch das war egal, weil so viel Schaden rumkommt. Also, man ist auch immer kannst nicht so viel machen. Stinken, Monsterkuchen backen. Oh, kannst du uns einen Kuchen vorbeibringen? Ja, das muss das tatsächlich mal mehr Leuten spielen, wenn halt wirklich auch zwei Doppelchen dabei ja, sind. Das ja, ist genau, ne, bei sechs. Ja, sechs. Bei fünf nehmen wir nicht den Bär mit, sondern den Battle Dog. So ein Dog. Den Lovely One. Der Battle Dog. Oh, drei Schaden. Und ab 6 sind 2 dabei, ab 8 sind 3 Doppelgänger dabei. Okay. Ja, aber ansonsten so von der. Also, es wäre deutlich enger geworden, wenn. Also den 16er, das war der einzige, bei dem man versuchen konnte, es wirklich zu sabotieren. Alle anderen waren einfach. Die anderen waren alle gezogen. 100%. Du hast immer auch einen weißen Mal gezogen, oder? Ab und zu. Zweimal, klar. Es lief auch ganz gut jetzt, weil ich hatte ständig Waffen, die ich immer gebrauchen konnte. Ich hab's im letzten Spiel. Im letzten Spiel hatten zwei Leute immer nur irgendwelche Sprüche, die Zauberstäbe plus 1 erhöhen und so. Halt auch immer Stuff, den ich gebrauchen konnte. Konnten oftmals sogar keinen Schaden machen. Guck mal, welche Gegner wir hatten. Ich meine, das ist doch dann vollkommen egal. Da kann ich doch hoch und weit springen. 6 Schaden machen. Das ist ja kein Ding. Oder hier. Da muss man sich dann überlegen, wie schaffen wir es, dass irgendeiner so 1 bis 4 Schaden macht. Aber weißt du schon, das war wirklich so. Ich habe unseren Bogen und den Stab gezogen in dieser Kackrunde, als wir zusammen waren. Ich habe kurz überlegt, ob du es nicht doch bist. Aber selbst da war so wenig nötig, um es zu machen, dass es egal ist. Ich hätte fast den Tisch gewippt. Ich dachte, jetzt bin ich verdächtig. Danke dir. Das war halt, es ist irgendwie ganz witzig, der Doppelgänger zu sein, aber gefühlt. Es war einfach alles easy zu gewinnen. Ja. Und um das, alles, was ich hätte tun können, also wenn ich das hätte ernsthaft sabotieren wollen, jedes Mal komplett, hätte man nach Runde 1 gewusst, dass ich der Doppelgänger bin. Das kann man subtil, wenn man das sieht. Was ist denn das Auge? Wenn man darf sich einen anderen Token angucken. Wie ein was? Ein anderes von den Markern-Dingern. Ah, okay. Ja, das wäre auch gut. Okay. Können wir uns dann alle angucken oder nur der so? Nein, nur der ist umgekehrt. Und dann kann der sagen, nimmt den nicht und nimmt den schon. Das ist interessant. Mhm. Die sind aber alle jetzt nicht so. Also hier würde ich halt sagen, geht einer alleine oder maximal 2, ist auch kein Nein, Ding. Ist ein gutes Spiel. Ja, ich mag es auch. Das ist echt. Aber wie bei Berratti erfindet das Rad nicht neu. Ist irgendwie auch aber mach, also wenn du es mit anderen Social Action Spielen vergleichst, das ist genau gleich. Nee. Es ist weniger Dexterity als bei Household the Toilet. Ja, und es ist halt auch nicht so hart, es ist auch nicht so hart Deduktion, du musst halt nicht so krass, du musst halt nicht lügen die ganze Zeit, dir irgendwelche Geschichten ausdenken wie bei Vollmond Nacht. Es ist nicht so dieses harte Logik-Deduzieren, wie es bei Resistance aber ist. Ganz es ist man macht ist auch coolen Stuff ganz drumherum, ehrlich, wie bei Human Punishment und mit klareren Regeln. Das hat also, finde ich, ist der ich guter auch, Mix aus allen. Ja, aber guck mal, dieser Charakter ist auch. Human Punishment nach meiner einen Partie jetzt ungefähr so. Ich finde es besser als Human Punishment nach einer Partie. Human Punishment ist auch nicht zum Vollmondnacht. Wir haben einfach zu viele Nächte hier bis um 4 Uhr Vollmondnacht gespielt, als dass ich irgendetwas jemals über Vollmondnacht das stimmt. Das ist einfach zu gut. Ja. Aber nochmal was, ne? Also angenommen, du bist auch Doppelgänger und wegen auf Mission gehen und so. Wenn dieser Charakter im Spiel ist und nicht der Doppelgänger ist, das muss ich mir fast schon mal dann anschauen. Ist der ganz schön stark. Dann kannst du halt auch nichts mehr machen. Jedes Mal, wenn ich sie mitnehmen würde, verlierst du jede Form von Möglichkeit, die Karten zu manipulieren. Also komplett. Das heißt, das ist, sobald es nicht der Doppelgänger ist, was es meistens ist, ist es zu stark und den Doppelgänger noch mehr raus. Aber den Charakter kannst du einfach rauslassen und sagen, das ist ein Balance-Charakter. Es ist der Grund, warum ich ihn sofort genommen habe. Ich dachte, wenn irgendwer diesen Charakter spielen muss, dann bin das ist ein Balance, ne? Wenn er nicht der Doppelgänger ist, kann der Doppelgänger ihn quasi nie mitnehmen, weil der Doppelgänger in dem Moment nichts mehr an den Items manipulieren kann. Und in dem Moment, wo er nicht der Doppelgänger ist, kann er es immer manipulieren, wenn er dabei ist. Also ich kann The Realm of Sun nicht. Laura Rosslyn kann das auch. Ja, klar. Das ist exakt der Grund, von, also das soll gut sein, aber also soll halt echt ein bisschen... Sieht schon aus. Also das hieß, es won't overstay its welcome. Also mal spielen und dann halt nett. Ich sag das nicht immer. Rauslassen, glaube ich. Doch. Also bei Battlestar gleicht es sich, wie gesagt, wieder dadurch aus, dass Laura... Aber Battlestar funktioniert auch ein bisschen anders und ist auch ein bisschen asymmetrisch. Viel komplexer. Aber hier, also oder? Das ist jetzt so meine oberflächliche Analyse, aber ich würde sagen, dieser Charakter... Ist auch sehr geldbefreundlich. Dieser Charakter ist... Also fängt ein bisschen kompliziert an, aber... Er raubt halt zu viele Optionen. Das ist tatsächlich gut. Das ist ein nettes, einfaches Social-Deduction-Spiel. Selbst gesagt, nett. Ja, nettes, ja, für Spiele.
Das ist halt immer schön, wenn ein Spiel nicht nett ist. Dann kann man schon sagen, oh. Darf ich mit den anderen Charakteren sehen? Okay, so, Bender hast du doch gar nicht gespielt, sagt er. Was? Sand of Rams oder wie? Nein, ich habe nur jetzt einen Sohn dazu. Ja, und viele Kommentare auf Bottom gelesen. Okay. Also wie gesagt, das, was am meisten bei dem stört, ist, dass er die Optionen ausgespielt hat. Weiß ich nicht, aber ich hoffe. Ich werde ein bisschen Werbung dafür bei Verlagen machen. Bei was für was? Für das Spiel. Doppelgänger? Ja. Ist er schon auf Deutsch? Ja. Wo ist die Schachtel? Die Schachtel müssen sie nicht übersetzen. Ja. Stimmt. Das Spiel im Angebot. Eine Übersetzungsleistung weniger. Die Schachtel ist schon fertig. Auch, und auch die diversen Anleitungen muss auch teilweise übersetzen. Wie kommen die Würfel da rein? Auch durch Monster. Sowas oder vielleicht auch durch Items. Der Knight ist auch noch relativ stark. Der beeinflusst eine andere Sache. Also der nimmt auch wieder dem Doppelgänger eine Möglichkeit der Spielmanipulation. Oder wenn er, okay, wenn er selbst der Doppelgänger ist, ist es zumindest egal. Anders als also deine Eigenschaft war halt sehr stark, muss man schon mal sehen. Ja. Ich weiß. Weil in beide Richtungen, wenn du Doppelgänger wärst, wärst du sehr stark. Und wenn du nicht Doppelgänger wärst, auch sehr ich stark. Ich habe die Figur tatsächlich dieses Mal nach der Fähigkeit ausgesucht, nicht nach dem Artwork. Okay. Die anderen machen halt relativ viel. Nach dem Artwork hätte ich den Druiden gespielt, der hat so herrlich. Also da hätten sie jetzt auch noch eine andere Artwork machen können. Also ja. Das ist ja schon. Bei allen anderen machen sie es und da. Ja. Das ist der halt. Der Prototyp. Oh, der Chat schreibt was. Bronze-Leute, die Nichte dann, das hat sich alles im Halloween gedreht. Schminken Monster von Garten. Gut, dass ich einen Neffen habe. Ram of Sun ist ein cooles Zwischendurch und das Teleskopisch an in der Fähigkeit entwickelt und mir fällt das und das ist echt schön. Ha, Ben ist so manchmal gespielt. Dieser Charakter passiert wahrscheinlich einfach nie. Victor Pfad auf jeden Fall gute Arbeit, das ist auf mich eher ein Zwei-Personen-Spiel. Ja, das klang auch so. Wo waren wir noch? Ram of Sand? Ach, hier spielen wir Bad Bones. Ne? Ram of Sand haben wir nicht, aber Bad Bones, genau. Bad Bones ist Bad Bones. Also die anderen sind alle relativ, also die machen halt so ein bisschen plus Schaden oder Heilen. Genau. Die haben keinen Einfluss auf die Optionen im Spiel. So, und wo hätten wir eigentlich Wasser? Ich möchte, ich würde auch Wasser. Ich habe das Wasser doch gerade euch gegeben. Mhm. Jetzt, was ist das wieder geht? Ich bin auch gewohnt, dass du sowas eigentlich gar nicht kannst. Ich finde es auch gut, dass du wieder geht. Auch sehr gut. Ich frage mich auch, wie Glück beim Ziehen hat, oder ob die Mission allgemein relativ einfach zu gehen. Du bist immer noch, wenn jemand vor mir durch deine Haustür unten geht, durch die erste. Aber ansonsten ist alles schon hier. Also der Secret Hitler tatsächlich nur noch das bessere Social Deduction. Ja, das finde ich auch. Also deutlich besser. Mhm. Doch, doch. Da hast du einfach mehr Möglichkeiten, um das zu manipulieren in deiner Richtung. Ja, also vom Reden her, nicht von den Regeln her. Doch, das ist einfach Secret Hitler ist besser. Ich. Ja, du willst es jetzt nicht finden, weil du das Spiel halt so gerne magst. Ja. Nee, ich bin ja auch, ich bin ja Kritiker. Ich nehme mich selbst heraus. Ja, das Produkt an sich. Gerade nicht, dann müsstest du auch sagen, dass Secret Hitler eigentlich das bessere Spiel ist. Das ist jetzt deine subjektive Meinung, weil du dich selbst in den Vordergrund stellst. Ich glaube, du solltest das mal als Doppelgänger spielen. Das Problem ist bloß, du kannst es dir vorher schlecht aussuchen. Richtig. Ja. Was spielen wir? Bad Bones. Bad Bones. Den neuen Hit von Sit-Up. Wir haben auch eigentlich kaum darüber nachgedacht, wer was ist, oder? Wir haben eigentlich immer große Funktionalitäten und so weiter gemacht. Wir haben darüber geredet, aber bei den anderen Social Deduction Spielen sitzt ja meistens da so, ja. Oh, du bist, da versuchst du ja auch aktiv irgendwie jemanden in den Dreck zu ziehen und so. Weil hier versuchen wir es einfach zu schaffen irgendwie und weil es ja davon so vielen anderen Faktoren abhängt. Ich glaube auch, du brauchst also zwei halt, ne? Was ist denn eigentlich, wenn ein Doppelgänger tot ist, oder müssen beide tot sein? Sobald einer stirbt. So wie bei, also von beiden Seiten jeweils einer. Es geht so, liebe Freunde, wir sind gleich wieder da mit Bad Bones. Schaltet wieder rein in ungefähr einer Minute. Tschüss.